Spontangerede Nummer 2. Katze weg. Okay. So, uns kennt man ja in Daniel und mich, Lukas, ein Zuschauer, der sich traut. Richtig, ja, richtig. Ich würde sagen, stell dich einmal kurz vor. Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin Lukas. Ich komme aus Wien und ich dampfe seit unregelmäßig seit einem Jahr. Ich habe das Dampfen kennengelernt in New York. Dort ist das ein bisschen populärer als bei uns und dort rennen viele Leute mit so Dampfgeräten herum, auch schon vor einem Jahr. Und da ich vom Skischern komme, war das halt ganz interessant, sowas auch einfach mobil zu haben. Okay. Und ja, und für mich ist es ein Genussmittel. Also ich mache das jetzt nicht wegen Nikotin oder so, einfach nur genüsslich. Okay. Weil du sagst, unregelmäßig, was bedeutet unregelmäßig? Unregelmäßig, also ich dampfe nicht jeden Tag. Und es gibt auch Wochen, wo ich gar nicht dampfe. Es ist für mich wie ein Shisha-Ersatz. Okay. Hast du vorher normale Zigaretten geraucht? Nein. Okay, und du bist in New York auf die E-Zigarette aufmerksam geworden. So ist es ja. In New York sind halt die Zigarettenpreise, wie ich gehört habe, extrem hoch. Da zahlt man pro Packerl $14, das sind so 11 Euro. Okay. Und da ist es halt eine nette Alternative, dann für das Liquid $5 zu zahlen. Und in New York bekommst du auch Premium Liquid, nenne ich es mal, in jeder normalen Trafik. Also Trafik halt. Also Premium Richtung Five Also Bombs und so. richtig, also ein bisschen hochwertiger das Liquid, was du bei unseren Trafiken jetzt nicht so Okay. enthalten enthältst, ja. Und wie sind die Preise in Amerika so für, ich sage nochmal so, wenn man jetzt geht, ja, nehmen wir die Premium-Schiene her, so Five Bombs und so. Boah, recht zahlt. Circa. Von ca. $8. Die teuren, aber es gibt auch welche um $5 in der Trafik. 8 Dollar und bei uns kosten es wie viel? 29? Bis zu 29? So Also, circa, ja. an 29 Euro? Okay, dann. Gut, dann sind es vielleicht auch keine Premium Liquid, aber. Es ist Nein, jetzt. ist ja nicht so schlimm. Ja. Was, wie, auf was, also weißt du, sagst du, hast vorher nicht geraucht, also eher Richtig, Shisha-Satz-Typ. richtig, ja. Das heißt, du bist auch eher so Richtung auf der süßen Seite. Nur süß, halt, süß Menthol, das ist meins. Süß und Menthol. Ja. Auf den brauchst du nicht hören, der sagt bei allem bei. Ja. Hey. Wenn man auf gestern zurückkommen können, ich fand das sehr interessant, wie ihr geplaudert habt über die jungen Dampfer. Ich bin jetzt auch erst 21 Jahre alt und meine Erfahrung ist, Dampfen ist noch uncool. Wenn ich jetzt die Jüngeren ansprechen kann, ja, es schaut noch nicht so gut aus, wenn man sowas im Mund hat. Das sind ja jetzt die Zigaretten, die altmodischen Zigaretten halt ein bisschen cooler. Naja, aber ich meine, ich sag's einmal so, also in Wien, was mir teilweise richtig auf den Senkel kommt, Zigarette oder mit einer Dampfe Ja. und oh, Shisha, schaut dir das Shisha. Ja, da Ja. stellt mir jedes Mal so die Nackenhaare auf, ja, weil für mich ist das kein Shisha. Gut, Ja. okay, mag so sein. Gut, in der Öffentlichkeit, sage ich halt einmal, mit einem Tröpfler herumrennen, ist eh nicht so lustig, weil es doch sehr blöd angeschaut wirst. Ja. Aber wenn's wirklich einmal auf der Straße bist, weil da schauen die Jugendlichen schon und hey, von wo kriegt man das und so weiter. Also man wird schon von, ich sage mal, von den Jungen angeredet. Also so uncool kann es ja nicht sein. Ich meine, ich Nein, will jetzt da. es ist sicher interessant, ja. Aber ein Jugendlicher, sagen wir mal 18 Jahre, 19 Jahre, der nimmt sich halt dann nicht die Zeit, sich darüber zu informieren, was man eigentlich da alles so gibt.
Und ich glaube, das ist einfach das Schwere, dann von den normalen Zigaretten für die Jugendlichen auf die Dampfer umzusteigen, weil es einfach zu viel Info ist für einmal. Ja, Das zu. ist ein breit gemacht. Es gibt so viele Produkte von diesen Einsteigern bis zum High-End. Gut, glaubst du, dass deswegen vielleicht jetzt davon, ich sage einmal, Aspire oder Kanga solche Geräte eben auf den Markt geworfen werden, mit 0,5 Ohm-Coils eben fürs halbwegs Cloud-Chasing, damit es populärer bei Jugendlichen wird? Ja, umso einfacher, umso besser, ja. Ich sag mal, ich stehe mit mal dazu, den Jugendlichen, wir sind einfach zu faul, um uns zu informieren. Und es ist, für euch ist es ja, ein Hobby ja schon geworden, das mit Wickeln und so. Natürlich, Ja, natürlich. ja. Wir machen ja auch die Show als Hobby Richtig, von richtig, Dampfern richtig. für Dampfer. Und es ist, glaube ich, für die wenigsten Jugendlichen eine Art Hobby. Es ist. Na. Ja, sicherlich. Ich meine, Hobbys, wenn du heutzutage einen Jugendlichen fragst, was ist dein Hobby? Ja, fortgehen. Fortgehen. Genau, richtig, ja. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich habe schon auch andere Hobbys gehabt. Ich meine, ich bin auch fortgegangen, da brauchen wir nicht drüber reden. Nein, ich bin zu Hause gesessen, ganz brav, stief. Sehr brav, ja. Nein, ich war schon auch fort, aber Hobbys habe ich trotzdem gehabt. Ich bin Basketball spielen gegangen, ich meine, man sieht es mir jetzt nicht mehr an, aber ich war früher so, na, so war ich auch nicht. Ja, so war ich. Und ich bin halt Basketball spielen gegangen. Was ich sehr lange Zeit betrieben habe, war Modellbau, also Ja. so Revell-Schiffe und so zusammenbauen. Ja. Ich habe eigentlich immer ein Hobby gehabt, dann Fotografie, jetzt dann mit dem Alter. Das ist halt auch ein Hobby, was ein bisschen teurer ist und so. Und das ist mein Hobby, weil ich habe, also bei mir ist es so, ich habe ja nicht nur die Show, was wir machen als Hobby. Das ist halt auch ein Hobby, was die wenigsten wissen, sehr, sehr zeitaufwendig ist, dieses Live-Machen und so. Also es ist schon sehr zeitintensiv, Ja. sondern ich baue ja mit meinem Bruder auch noch eigene Mods. Ja, okay, cool. Und also vielleicht, ich meine, ich will jetzt ja zu keinen Jugendlichen sagen, du musst jetzt dampfen oder so, ja. Nein. Es wäre mir halt persönlich 10.000 Mal lieber, als wie er greift zu Chick. Ja, total. Ich war gestern leider nicht da, weil wie das, also das Thema 16 oder 18, muss ich sagen, für mich wäre es eine reine Gleichstellung. Für mich ist es aber auch persönlich, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, bei mir, wenn ich was zum Sagen hätte, jetzt rein rechtlich, hätte es schon viel, viel früher gegeben, Zigaretten und Alkohol erst ab 18 und nicht ab 16. Ja, das ist halt, finde ich, interessant, dass in vielen Ländern, also dass Österreich eigentlich einer der wenigen Ländern ist, wo Zigaretten und halt Bier und Wein ab 16 ist, weil Deutschland und Europa allgemein ist eigentlich alles ab 18. Amerika 21, wenn ich mich nicht täusche. 21 Alkohol, aber Zigaretten auch 18. Okay. Aber Hauptsache, sie dürfen Auto fahren ab Richtig, 16. ja, richtig, ja. Aber gut, die Jugendlichen bekommen auch sowieso die Zigaretten, ist egal ab welchem Alter. Das ist jetzt nicht die Frage. Was hast du in Amerika gemacht, wenn man dich fragen darf, und wenn du es sagen möchtest, studiert oder? Einfach die Sprache gelernt und das Leben genossen. Okay. Ja. Ich meine, wir sind ja jetzt da beim Spontan-Geplaudern. Natürlich hat es mit Dampfen zu tun, aber da kann man auch ein bisschen abschweifen. Also muss Ja. jetzt nicht straight sein. Ich weiß nicht, ich meine, ich überlege mir schon lang, nach Amerika mal zu fahren. Ich meine, ich mag die Amerikaner, also das muss man jetzt auch differenzieren. Ich habe schon oft gehört, man darf die amerikanische Politik nicht mit den Bürgern, was dort leben, gleichsetzen, weil das oft ganz, ganz anders ist. Ganz anders.
Und gerade für uns Europäer oder gerade auch Österreicher, wir sagen immer alle, 90% Amerikaner, die sind deppert oder das ist ein Idiotenvolk. Aber das rührt nur von der Politik an, auf die will ich schon gar nicht eingehen, weil ich glaube, das ist was, da, wir sind, kennen uns da alle zu wenig aus. Aber wie ist Amerika so für dich gewesen? Du musst dein Mikro wieder anstellen. Sehr leider. Dominik, Entschuldigung. Amerika ist halt wirklich, New York besonders, ist ein sehr, sehr kulturell breites Land. Also man findet halt wirklich jede Kultur und so sind halt die Hinsichten von bestimmten Themen sowas von breit gesteuert. Ja, das ist alles nur Vorurteile über Amerika. Ja. Ich weiß nur New York und New York ist halt wirklich ein extrem, extrem schnelles Land. Also in Ruhe kommst du dort nicht und es ist immer was los. Du kannst um 3 Uhr, 4 Uhr genauso einkaufen wie um 12 Uhr und bekommst genauso alles. Okay. Es gibt, in New York gibt es halt keine Zeit. Es gibt keine Zeit. Die Zeit okay. ist weg. Aber weil es gerade über New York waren, gell? Eine Frage, wie schaut denn das aus damit die Hardware für Dampfer? Mosi ist da preislich belanden das aus bei uns oder? Du, ich war vor einem Jahr im Sommer und ich habe dort mir ein Starter-Set, so ein Joy-Deck gekauft, so, wo 2 Stück dabei waren. Ja. Und ich habe damals gezahlt für die 2 Stück, was waren das? Circa $50. Also haben die 42 Euro circa. Circa, ja. Gut. Ich glaube, die Preise rauszufinden für unser einer ist auch nicht so schwer. Man braucht ja nur online schauen gehen. Richtig, ja. Ich würde noch ganz kurz jemanden neuen begrüßen. In Johnny. Hi. Erstens, servus. Ob ich gerade verständlich bin, ob es überhaupt funktioniert. Ja, du bist verständlich, zwar etwas leise, aber es geht um die Kamera vielleicht ein bisschen noch runtergeben, weil sonst sieht man dich. Jawohl. Perfekt. Ja, weißt du schon da bist und weil ich dich angeredet habe, auch bei dir, uns kennt man jetzt da, stell dich mal kurz vor. Vorstellen, ja. Also, mein Name ist Johnny, also gebürtig eigentlich Jeroen. Ein holländischer Name, kann sich keine Sau merken, das ist halt im Prinzip umbenannt auf Johnny. Okay. Ich dampfe jetzt ich bin 21 Jahre alt, ich dampfe jetzt ungefähr seit einem halben Jahr, glaube ich. Und bin jetzt mittlerweile seit 2 Monaten komplett ohne Büros auf dem Weg. Okay, wie viele Büros hast du vorher gebracht? 25, so ungefähr war ich auf dem Weg. Okay. Wie bist du zu E-Zigarette gekommen oder wie bist du aufmerksam geworden auf die E-Zigarette? Auf einen negativen Bericht. Okay. Da war so irgendwie so ein Bericht über die böse E-Zigarette und wie schädlich die doch sein soll. Und da der Mensch ja von Haus aus so neugierig ist, was böse Sachen angeht, also ein Autounfall, da kann man ja nicht wegschauen, bin ich irgendwie. Habe ich mich näher informiert und dann so als Jux aus habe ich mir ein Ego-Set gekauft auf Amazon. Mhm. Nuller-Zeug war dabei. Ging absolut nicht. Hat nicht funktioniert. Nach 2 Tagen war schon kokelig geschmeckt und ich dachte mir, Scheißzeug. Und habe mir dann allerdings weiter umgeschaut und immer wieder mal was Neues gekauft. Dann hatte ich irgendwann Protanks und dann bin ich dann irgendwann folgedessen noch zum Dampfertreffen gegangen, da habe ich dann mit dem Selbstwickeln angefangen und ja. Okay. Ja. Was dampfst du jetzt zur Zeit? Also welches Gerät hast du am liebsten zur Zeit? Stingray Magma Kombi von Fast Echt. Von Fast Echt? Ah, okay. Also gleich eigentlich zum Tröpfeln übergangen. Ja, relativ flott. Okay. Ja, also. Auch sehr interessant. Lukas, du dampfst, was ich gesehen habe, an Spinner. Mit einem Kanadech Autotank. Mhm. Ja.
Und auch Tröpfeln oder so, weil du gesagt hast, gar nicht. Nein. Aber ich überlege mir, diesen neuen Delta-Tank zu kaufen. Okay. Weil der Tank ist halt größer und so. Aber ich habe zu viel negative Kritik bis jetzt gelesen, dass er irgendwie offenet oder sowas. Ja, also blubbern kann er schon mal. Also mein Bruder verwendet rein, weil er eine wirklich faule Sau ist. verwendet nur im Delta. Was ihm eben beim Delta empfiehlt, ist der große Tank, die gute Zugluftregulierung und es gefällt ihm extrem gut, dass die Coils sehr lange halten. Ja, sag ich auch gut, ja. Und er ist geschmacklich sehr, sehr gut. Ja, ja. Wenn ich schon da bin, wenn ich den Delta dann kaufe, kann ich dir dafür einen Vision Spinner raufgeben oder sollte ich einen neuen? Nein, kannst du verwenden. Okay, okay. Was ich auch noch sagen wollte, weil ich muss dann bald gehen. Diese Videos sind ja sehr, sehr lange und ich habe mir überlegt, es kommt eine Timeline drunter. Wieso macht ihr nicht Videos, aber auch noch dazu diesen Ton auf Podcast? Überfordere uns mal nicht gleich am Anfang. Ja, ja. Also was auf jeden Fall kommt, ist eine Timeline. Ja. Dass die Leute sehen, okay, von da bis da war die Show. Ja, mit auch ab wann welches Thema ist und dann eben Stammtisch und da versuchen wir das wird aber dann ab nächsten Mal, da werde ich dann mitschreiben, wann welches Thema angesprochen worden ist, dass man das unten sieht, dass man dann nur vorscrollen braucht oder so. Ja, das ist gut, ja. Aber das mit dem Podcast natürlich wäre auch eine gute Idee. Ja, ja. Weil du sagst, du hast nicht mehr viel Zeit, was wäre so für dich oder was würde dich speziell interessieren in einer der nächsten Shows? Oder sagst du, das ist ein Thema, das würde mich wahnsinnig interessieren? Selbstmischen. Auf professionelle Art. Also derzeit tröpfle ich halt 9 Tröpfchen in 10 Milliliter Basen hinein. Mhm. Aber ich hätte das gerne ein bisschen professioneller mit einer Feinwaage und so. Okay. Dass man das halt ein bisschen in größeren Mengen dann auch schneller und sagen wir, professioneller erledigen könnte. Was verstehst du so unter professionelles Mischen? Also, das ist ja immer, okay, ist großgefächertes. Großgefächert, okay. Also wie ich am besten Menthol dazugebe oder das Glycerin, halt wie schon gesagt, die Feinwaage, wie man das lagert, wie lange man lagert. Ja, das ich sage eher immer, das kommt auf freie Schnauze drauf an. Dani hat es gerne. Da können wir uns zusammen, also da ist natürlich ein richtig gutes Thema, da können wir auch auf ein paar andere Sachen unter dem Deckmantel Mischen eingehen. Ja. Punkto Feinwaage muss ich halt wirklich ehrlich sagen, einer verwendet eine Waage, der andere überhaupt nicht, weil ich mische eigentlich auf Prozentangaben und nicht auf... Mit einer Spritze oder wie? Ja, mit Spritzen. Und für jedes Aroma eine eigene Spritze? Ja, für jedes Aroma habe ich eine eigene Spritze. Okay, okay. Weil es einfach für mich schneller und einfacher geht, wenn ich mir das aufziehe, als wie ein Tropfen, zwei Tropfen, scheiße, jetzt habe ich mich verzählt beim 25. Tropfen. Mit einer Waage muss man auch wiederum sagen, habe ich jetzt ein 99,5% VG, ja? Mhm. Hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn ich in die Apotheke gehe und ich hole mir ein 86,5. Das ist wieder ein anderes Gewicht. Okay, okay. Ja, das könnte man alles besprechen dann. Genau. Noch gescheiter. Können wir gerne machen. Ja, super. Gestern haben wir mal kurz so geredet, eine Idee aufgefasst. Also unser Team wird es jetzt dann mal machen mit so einem Video, was nicht länger 10, 15, 20 Sekunden dauert. Wo jeder in die Kamera redet und sagt seinen Namen oder muss er nicht seinen Namen sagen. Oh je. Oh. Und, ich wollte nur schauen, dass mein Handy ausgeht. Ja, geht mit dem Handy. Kusch. Und Kusch. Wo man echt sagt, ich bin Dampfer, warum bin ich Dampfer, wie lange bin ich Dampfer? Also einfach so wie diese Bilder, was es gibt,
Einfach mal so machen, das schneiden wir dann zusammen und machen ein Video draus. Wie würdest du sowas finden? Ja, ist sicher nett, aber für mich persönlich sind die Informationen wichtig und das ist halt wirklich dann halt sehr persönlich, ja. Es ist sicher vielleicht interessanter für die Zuseher, wieso man zum Dampfen umgestiegen hat. Was war der Grund? Sei es gesundheitlich, sei es Genuss. Dass man, und vielleicht sieht man dann in solchen Videos, ja, hey, der hat genau das gleiche Problem wie ich. Ich könnte es ja auch versuchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also man muss sich halt irgendwie sehen, ja. Also unsere Gruppe wird sicher mal im Laufe der kommenden Woche die Videos zusammenbringen. Ich glaube, Christian, gell? Ja. Und dann werden wir das mal zusammenschneiden, einfach auf die Gruppen schauen, Facebook-Gruppen, da werdet ihr sie nochmal angucken und könnt ihr vielleicht dazu schreiben, wo es vielleicht mal dazu haben wird oder was euch vielleicht noch einfällt, was vielleicht passen würde. Also wir sind für jedes Kommentar und für jedes Like sicher begeistert. Auch wenn es negativ ist. Ja, natürlich. Ist gut, ja. Können wir dazu lernen. Genau, richtig. Ja. Dadurch, dass wir alle miteinander nicht viel Zeit haben, weil jeder arbeitet und jeder hat andere Hobbys auch, dauert es halt ein bisschen, bis wir wirklich sagen, wir sind Profi-Status. Aber nein, dafür, dass wir jetzt die dritte Sammlung haben. Das ist alles noch in den Kinderschuppi, das entwickelt sich doch. Ja. Okay. Ja, ich sag, wir sehen halt die Chance bei uns, dass wir vielleicht es irgendwann schaffen, so wie andere Teams es machen oder andere Talks es machen, dass wir wirklich ein fester Programmplatz werden, sagen wir mal, unter den Dampfern. Also wirklich informativ und so. Ja, einmal in der Woche, nicht mehr, nicht weniger, würde ich sagen. Einmal in der Woche wird vielleicht ein bisschen zu stressig sein. Okay. Wir werden uns da irgendwo so, für das machen wir ja dieses Spontangerede, sage ich halt einmal. Das machen wir, wenn wer Lust hat. Ja. Und mal schauen, alle 2 bis 3 Wochen, dass wir machen. Okay. Mhm. Das wird sicherlich möglich sein. Ja. So, ich muss mir jetzt verabschieden. Okay, hat uns sehr gefreut. War nett und bis bald. Ciao, Johnny. Du grüßt ja. Johnny. Oh je. Ja, bitteschön. Was treffen wir uns morgen? Wollte ich nur kurz fragen. Ja, das rede ich im Live-Hangout. Du kannst es ist scheißegal, du redest so viel Blödsinn, dann ist das auch schon wurscht. Morgen 13 Uhr. Nein, es ist zu spät. Dann mach 12 Uhr. Mit einem großen, fetten Speckbrot, mit einer Pfefferoni und Robert Ney. Wenn ich das mitbringe, trifft er sich sogar um 6 in der Früh mit mir. Ja, siehst du das? Na wurscht, dann rufen wir uns dann zusammen. Ja. Im Hangout. Ja. So. So, ciao, servus. Da ist es jetzt gekommen. Ja, keine Ahnung. Nein, ich bin gekommen, weil ich frage mal, ob das geht. Und weil ich mir dachte, wenn ich ihn schon sehe, dann kann ich ihn ja gleich fragen, aber anscheinend ist das nicht gewünscht. Nein, ist nicht gewünscht. Servus. Passt, ciao, servus. Geh Boxen bauen, hast mehr davon. Johnny, jetzt zu dir, was dampfst du am liebsten? Also bist du eher fruchtig, süß oder Menthol? Wo ich in letzter Zeit voll drauf war, das sind so Geschmäcke, die so einen sanften Abgang haben, so wie jetzt Vanillepudding oder hoffentlich auch mein Mother bald mal kommen wird. Zur Abwechslung ganz gern mal Menthol, aber wirklich selten. Wegen Grunde genommen eher süß. Wenn man es jetzt mal so ganz oberflächlich macht, eher süß. Okay. Dann habe ich jetzt zufällig Banane stehen. Die habe ich gerade. Ja, Banane ist, habe ich gestern schon mal gesagt, habe ich so mein Problem damit. Ich habe urgern Banane. Was ich da empfehle, ist gleich einmal Bananenmilchshake von MyEliquid. Mhm. Das ist sehr gut. Aber ich habe halt das Problem bei Banane, dass mich die Banane immer kratzt. Also ich habe bis jetzt noch keine Banane gefunden, die nicht kratzt.
Also direkt kratzen tut es jetzt nicht. Mal abgesehen vom Nikotin, so wie es halt sein sollte. Aber ansonsten wäre mir jetzt gerade nichts aufgefallen. Tut mir leid, dass ich gerade so unaufmerksam bin. Ich dachte mir, ich wickel den noch schnell. Nein, kein Problem. Das ist ja spontan geredet, da kann man machen, was man will. So wie du sagst, also, Christian, zwecks Banane. Das ist bei dir das Gleiche. Es gibt so... Ja, was? Kirsche oder Erdbeer. Weißt du, wie hart das ist, heutzutage irgendwo ein gutes Erdbeeraroma zu kriegen? Naja gut, ich muss dir ehrlich sagen, also ein gutes Erdbeeraroma gibt es von CBV, ein gutes Erdbeeraroma gibt es von MyEliquid, von Baker Flavors, das Hansen soll sehr gut sein. Eher künstlich? Nein, die sind, also MyEliquid ist nicht künstlich, sondern eher wie eine wirkliche Erdbeere, ein bisschen an erdigen Unterton. Ja? Ja. Nicht zu süß, sondern wirklich ein Erdbeer vom Erdbeerfeld. Vom CBV, das ist auch eine wirkliche Erdbeere und geht nicht Richtung Schaumerdbeere oder so. Ja. Und Baker Flavor hat, glaube ich, drei verschiedene Erdbeeren. Da müsste man sich durchprobieren, um seins zu finden. Dann das K-Wave, sagen sie, also von K-Wave, das soll sehr gut sein. Ich habe es leider noch nicht gehabt. Und das von Hansen soll auch ein richtig gutes Erdbeer sein. Was ich an der Erdbeer ein bisschen vermissen tue, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Huber-Pupper-Kaugummis. Ja, aber da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe mir letztes Mal erst einen Huber-Pupper gekauft und ich kenne es aus meiner Kindheit und das hat mit Huber-Pupper nichts mehr zu tun. Ja, ich meine, so wie es Frühjahrszeiten war, wenn wir noch 5-6 Jahre alt waren. Ja. So ein Erdbeer-Geschmack, sowas wäre es. Ja. Ich tue mir schwerer mit Kirsche. Ich find kein gutes, süßes Kirsche. Die gehen alle Richtung Marzipan. Club der Dampfer hat eins. Das ist die Amarena-Kirsche, glaube ich. Das haben wir. Nein, Amarena-Kirsche habe ich auch da. Die sind mir wiederum zu herb. Nein, das war es. Ich bin begeistert von den Tasty Buffer Roman. Sicherlich keins mehr kaufen. Ich muss dir ehrlich sagen, also ich bin sowieso nicht begeistert. Also dieses Pink Spot und Mom and Pop Zeug und so, ich finde, das ist alles zu. Ich weiß nicht. Zu süß und man muss es zu hoch ansetzen. Verzeihen. Ich bin zu tief angesetzt. Aber ansonsten, bist du selbst Mischer, Johnny, oder kaufst du? Habe ich dann aber irgendwann aufgegeben. Weil ich es nicht zusammengebracht habe. Ich hab sehr selten, es gibt eins, das ist mein Cookie-Flavor da. Da habe ich einmal Cookie-Aroma von Flavor Art und einmal Vanille-Pudding von Dannes Dampferang. Die mische ich halt zusammen. Das kommt in reinen VG-Basis, kommt das rein. Und das ist eigentlich auch das Einzigste, was ich bis jetzt zusammengebracht habe, was mir schmeckt. Den Rest stellenweise auch sehr eigenartige Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal ein Birnenaroma und ein reines VG-Liquid, allerdings mit Nikotin. Und wo ich das gemischt habe, geschüttelt habe, war es milchig. Ich habe es mir bis heute noch nie so richtig erklären können. Das hat sich auch irgendwie getrennt. Oben war so ein ganz, es war so ein 10 Milliliter Fläschchen und ich schätze, dass so einen halben Milliliter oben ist drin geschwommen, das war komplett klar und der Rest war komplett milchig. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber auch schon zwei, dreimal gehabt, dachte ich mir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, spitze, dreckig oder sonst was. Es gibt manche Aromen, wo das süß. Das Problem bei Apfel und Birne, was ich zum Beispiel auch habe, ist, Apfel und Birne ist mir teilweise
ist immer zu holzig im Unterton. Grüß euch. Servus Egon. Hey, hört man mich hier? Das haut ja hin. Man hört das erste Mal übers Handy versucht, weil meine Kamera kaputt ist. Jetzt probiere ich es gerade mal übers Handy. Ja, man hört dich, man sieht dich. Oh, das ist aber schön. Hallo. aber irgendwie taugt mir das am Handy nicht so wirklich. Ja, das ist alles so klein. Ich bin ja so Scharsauger, das sehe ich nichts mehr. Na, freut mich, dass du gekommen bist. Ich würde sagen, weil du gerade gekommen bist, stell dich auch mal kurz vor. Ja, warte, ich muss noch ein bisschen lauter schalten. Ich höre nämlich sonst gar nichts. Okay, also ich bin der Egon. Ich heiße wirklich so, ich kann nichts dafür. Bin 45, geschieden, wohne jetzt in Oberösterreich, im Innviertel, in Bram. Jesus, hat auch schon besser gehust. Ja, ich dampf bald sind es 3 Jahre, was ich jetzt dampf. Angefangen habe ich jeder höchstwahrscheinlich mit der Ego C so in der Richtung. Und ja, bin seit vom ersten Tag weg zigarettenfrei. Fangen wir mal so, rauchfrei, habe nie mehr geraucht. Bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr schon auf 0 Nikotin herunten. Schmeckt Dampf eigentlich nur mehr, weil es mir schmeckt. Ist einfach schon Zeitvertreib und Hobby geworden und schmeckt mir einfach. Ist geil. Okay. Und welche Richtung? Eher süß, fruchtig oder Menthol? Süß, fruchtig. Jetzt habe ich gerade Eierlikör drinnen von Herlan. Also das ist, ich hab jetzt viel durchprobiert. Ich glaube, ich habe jetzt um die, keine Ahnung, 200 Aromen durchprobiert. Das ist so der letzte Rest, was noch über ist vom Schützenfest, was man noch schmeckt. Okay. Und ist nicht mehr viel. Also, aber Hanf, dampfe ich momentan viel. Das ist ein Hammer. Hanf, das ist ein ganz geiles Aroma. Hanf? Das kann ich zum Beispiel gar nicht, aber weißt du, sagst Eierlikör, probier mal von CBV Eierlikör. Okay. Beziehungsweise witzhalber. Und das hat jetzt. Ich vermute, wenn man jetzt im Wald reingeht, einen Tannenbaum nimmt, da die Rinde abschürzt und dann drüber leckt, hat man den gleichen Effekt. Bei was? Beim Johnny? Johnny, kannst du dich ein bisschen lauter machen? Man hört dich jetzt ganz, ganz leise mehr. Ist es nicht besser? Ein Zugang? Warst du jetzt über Mikro oder über die Kamera? Ich hoffe, über mein Mikro geht und vielleicht neben dem Mund ist. Aber ich glaube, dass der den falschen nimmt. Wie ist es jetzt? Okay. Ja. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut, alles klar. Falsch eingestellt. Na, kein Problem. Ja, ich weiß nicht, also Hanf-Liquids muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber da gehen die Geschmäcker auseinander, genau wie bei Sesam oder sonstigen. Was für Kombo hast? Und mit was für Kombo dampfst du gerade? Egon? Ich? Ja? Ja, ist Eierlikör habe ich jetzt drinnen im Pfeff 2, Klon und ja, im Stingray X. Und in Stingray X, okay. Ist so im Moment mitunter mit dem Kato jetzt mein Lieblingskombi geworden ist. Mit dem bin ich am liebsten unterwegs. Das sind praktisch handlich. Ich finde die toll. Und Flash Vapor sind sowieso meines Erachtens wirklich die besten Selbstwickler, was es gibt. Ja. Einfach problemlos. Ja. Schmecken gut. Aber passt Johnny, alles. Johnny, wenn ich noch fragen möchte, was ich dir noch fragen wollte, ist, jetzt bist du auch relativ jung mit 21. Mhm. Und hast angefangen mit so einem Ego-Thread von Amazon, was dann nicht getaugt hat. Genau. Und jetzt hast du dann bist gleich auf einen Tröpfler umgestiegen. Das ist natürlich jetzt auch nicht das, was man, ich sage halt einmal, glaube ich, an jeden Anfänger gleich empfiehlt. Warum gleich Tröpfeln? Geschmack oder?
Schwierig. Ich schätze mal eher Interesse halber. Ich habe nämlich dann auch kurz bevor ich zu diesen Dampfertreffen gefahren bin, habe ich mir mal so ein bisschen so Videos angeschaut, was Cloud Chasing angeht. Okay. Und da dachte ich mir, hey, von wegen, da geht es dann um Ohm, Volt, Watt und so weiter und so fort. Und da ich ja von Haus aus ein Elektriker bin, hat mich das dann folgedessen natürlich auch wieder ein bisschen gereizt, von wegen, wie weit und was kann man da eigentlich alles damit machen. Und ja, Zeug eingekauft und einfach mal probiert. Dann einen Fehler gemacht, einfach nicht drauf geachtet, obwohl ich ja vorhin gesagt habe, ich bin Elektriker. Was Akkus angeht, habe ich mich nicht so unbedingt sehr gut ausgekannt. Ich hatte so ein Pink Piggy von Samsung. Er hat eine Maximalaufgabe von, das war 7 Ampere und meine Wicklung war zufälligerweise 0,5 und jetzt war ich irgendwie auf die 12 Ampere oder so, was er gezogen hat. Hat mir allerdings zum Glück noch am gleichen Tag hat mich jemand von diesem Fehler bewahrt, sonst hätte ich vielleicht noch meine Hände weggesprengt. Wäre natürlich auch eher ungut gewesen. Nee, also das mit den Händen wegsprengen und so, Leute, da muss ich auch ehrlich sagen, wenn euer mechanischer Mob Entgasungslöcher hat, dann entgast er, da ist nichts gleich mit Bumm und halbwegs zittrig und so. Das sind größtenteils auch Schauermärchen und das, was da passiert ist in Amerika. So ist es. Das waren wirklich kleine Batterien, die eigentlich nicht einmal in die E-Dampfe gehören, sondern die was die gleiche Größe haben wie die 350er und die haben sie im Stacking betrieben. Also da ist viel Blödsinn in diesem Lauf. Wir haben aber zwei neue, und zwar die Andrea, die kennen wir von gestern, und die Maurice Speigner, wenn es mich nicht täuscht. Maurice, dann schalte ich mal Mikro an und stelle dich kurz vor. Ja, halt. Man hört dich nicht. Oje. Oje. Jetzt hört man dich ein bisschen. Ja, ich bin gerade leider nur mit dem Video unterwegs und endlich, ob das so richtig gut rüberkommen hat. Okay. Schwer aber doch. Ich werde mich, glaube ich, noch um die richtige Hardware. Nein, man hört dich fast nicht und die Verbindung ist nicht gerade die beste. Das ist mit dem Handy, gell? Ja, genau. Ich wollte gar nicht sagen, ich werde mich mal um die Hardware kümmern. Okay. Ich habe leider nichts verstanden, weil ich das wie andere verstanden. Tut mir leid. Leider auch nicht, ne? Ne, Handy brauchst du auf jeden Fall Kopfhörer, dann hört man es gut. Ich glaube, ich habe schon mal probiert, einen deutschen Hangout. Hat es aber auch ohne Kopfhörer überhaupt nicht funktioniert. Das war nicht das Wahre. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit der Andrea. Servus. Hallo. Dann auch an dich, stell dich vor. Ja, ich bin die Andrea. Wie ich zum Dampfen gekommen bin, ist eigentlich nicht ganz so schwer. Irgendwann letztes Jahr habe ich mir dann gedacht, dass ich nicht weiter rauchen will. Gesundheitlich ist mir auch nicht ganz so gut gegangen. Und ja, durch Zufall bin ich eigentlich dann aufs Dampfen gekommen. Bin mittlerweile aber schon aufs Extremere, so mit 26, 650er-Mods. Ja. Okay. Die machen auch richtig Spaß, gell? Bitte? 26 Mods machen auch richtig Spaß. Ja, die machen verdammt viel Spaß. Das ist meine neue Errungenschaft, mein Lieblings-26er. Bum 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 bum. Dreadnought. Das war nichts Schlechtes. Das Teil liebe ich. Und was darfst du? Eher süß, Menthol oder fruchtig? Ja, anfangs war es eher immer Menthol. Mittlerweile bin ich vom Menthol komplett weg, weil es geschmacklich einfach nicht mehr super ist. Mittlerweile dampfe ich jetzt einmal, jetzt gerade Banane. Ansonsten bin ich eher so auf Früchte unterwegs. Okay.
Die ganzen Früchtedampfer. Aber ich habe eine Bananengeschichte von gestern eh mitgekriegt. Nein, also ich habe eben, jeder Mensch ist ja zum Glück anders, aber ich habe Probleme mit Banane, dass sie mich im Hals kratzen. Mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, drum, wie gesagt, jeder hat zum Glück ein bisschen was anderes, ne? Gott sei Dank. Genau. Und kombimäßig im 26650 am liebsten. Wegen der Haltbarkeit von den Akkus oder? Ja, nein, das hat sich eigentlich durch Zufall so ergeben. Jetzt habe ich halt den Celtic Mode mit dem Uranus drauf. Ja, bin eigentlich recht zufrieden. Ansonsten auch jeder am 2650er daheim stehen? Wahrscheinlich fast. Nein, ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nur bei 18650 auf dem Weg. Okay. Brauchst dann? Noch nicht. Noch nicht. Nein, ich hab momentan so ein kleines Projekt am Laufen. Erstmal das beenden und dann mal schauen, was ich weiteres mache. Ich will mir nämlich einen Boxmod selber machen. Ich wüsste, da super. Für die Elektroniker ist das sicher null Problem. Das Besondere ist, dass es wirklich was One of a Kind wird. Ich werde das nämlich 3D drucken. Also die Außenseite. Hey, cool. Was daran natürlich vorteilhaft ist, dass es nicht leitbar ist. Ist natürlich super. Haltet sogar recht viel aus. Das einzige Bedenken, was ich habe, ist, dass er mir zu heiß wird. Aber gut, das wird sich dann im Endeffekt rausstellen. Das wird dann eher was in die Richtung. Mit welcher Elektronik machst du? Ich habe da so ein GE-Chip aufs Auge mit 60 Watt. Mal schätze, dass 60 Watt nicht ausreichen werden. Also ein SX350 mit 60 Watt. Ja, genau. Ja, höher kannst du nicht gehen, weil alles, was 60 Watt geht, braucht dann schon zwei Akkus wegen der Spannung. Nur mal so. Im Vorhinein. Na, aber Johnny, wie ist denn ein super Shop, der was Boxen hat? Holzboxen. Ja, kannst gerne mal vorbeischicken, aber ich kann blind. Sorgen Christian, der was genaueres. Wer baut Zero-Boxen aus Holz? Ach so? Ja. Ja, Holzmods bei K&K, das sind mein Bruder und ich. Mhm. Direkt mal eingeben. Auf Facebook ist das eine eigene Gruppe, aber ja. Nein, aber ich meine, ich find's immer leibend, weil das gehört ja auch zum Hobby dazu. Eben, man kommt an die Chips dran, dass sich Leute damit befassen und sagen, hey, leibend, da baue ich mir selber was zusammen, ja. Weil jeder hat dann sein eigenes oder individuelles Gerät. Mhm. Das ist ja auch schön. Nur gibt es dann leider so Grobmotoriker wie mich und die haben dann zusätzlich noch zwei linke Hände. Da funktioniert das dann leider gar nicht mehr. Ich muss halt immer wen suchen, der mir was Schönes macht. Ja, jetzt habe ich Gott sei Dank den Jürgen Bauer gefunden, der baut auch recht nette Boxen. Mal schauen, was rauskommt dabei. Aber auch an euch, ich habe mal die Frage. Wie seht ihr das jetzt da? Ich meine, jetzt da kommt dieses Dampfen mit Wärme, also wärmebezogenes Dampfen und dann eben noch nach oben hin bis 200, 300 Watt. Wo sagt ihr für euch, wann ist für euch Schluss? Wo sagt ihr, das bringt gar nichts mehr, das kann nichts mehr bringen? Ab wie viel Watt oder wie weit? 100 Watt. 50. Bis 100 Watt wäre jetzt wirklich mein persönliches Limit, was für mich jetzt Sinn ergeben würde. Wenn du jetzt höher gehst, ich meine, du kriegst auch schon so Ständernebler, die was dann 230 Volt ansteckst, die kriegst du auch schon mit so 200 Watt, 400 Watt. Da kannst du dir gleich noch was zulegen. Da bist du sogar stellenweise billiger. Ich sage alles, was 50 Watt geht, ausreichend. Ich bin immer drauf auf. Gehst du aufs Cloud-Sizing oder das normale Dampfen? Aber ich sag mit 50 Watt bist gut bedient. Sag ja.
Also, alles andere ist eine Spielerei, was das Dampfen betrifft. Andrea, du hast dich jetzt laut gemacht. Wie weit sagst du, Andrea, ist für dich okay? Ja, meine persönliche Grenze ist, also ich finde 50 Watt für mich maximal ausreichend. Mit 100 bzw. 150 Watt fange ich eigentlich nicht viel an. Für mich persönlich ist das ziemlich übertrieben. Okay. Das naja. Ist ungefähr so, als zwei Haverer mit einem 10 cm Bümmel und der andere mit einem 20 cm Bümmel. Der war so klar. Ja, das ist Wer putzt da was beim Mikrofon? Ich weiß nicht. Auf der einen Seite, es ist schwierig, das Thema. Auf der einen Seite sagt man Cloud Chasing, ja. Und da wird hauptsächlich eh nur reines VG verdampft, ohne Geschmack, weil auf der anderen Seite sagt man oft, ab einer gewissen Temperatur oder Wattanzahl zersetzen sich manche Aromen und es schmeckt gar nicht mehr. Darum ist eben die Frage, 250 Watt sinnvoll oder nicht? Ich glaube es auch nicht wirklich, dass es sinnvoll ist, aber die Leute kaufen ja alles. Der Egon hat vorhin zum Thema Aromen was gehabt, irgendwas mit fruchtigen Aromen. Nein, weil zuerst, ja, nein, es war, weil ich zuerst viele, oder wieder zu, seit ich dazugekommen bin, höre ich immer fruchtige Aromen. Ja. Ich bin ja da ewig am Suchen, was ist wirklich gut. Ich meine, gut ist Geschmackssache, das ist relativ, das ist klar. Und wollte da mal so fragen, wo bei euch die Lieblingsaromen bei eben fruchtigen Geschichten sind. Ich finde nämlich wirklich, außer bei Herlan ist Wassermelone. Das ist ein Hammer, das ist die beste Wassermelone, was ich kenne. Und von German Flavor ist Erdbeerkäsekuchen, finde ich nicht wirklich was Fruchtiges, was mir ehrlich schmeckt. Grüne Früchtchen und das ganze Waldmeister-Zeugs, ich weiß nicht, das ist alles nicht das Wahre. Bei Waldmeister habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für mich relativ häufig nach Lakritze schmeckt. Mhm. Keine Ahnung warum. Ich persönlich dampfe zurzeit tropische Früchte. Tropische? Aha. Tropische Früchte, ja, das ist ein Fertigliquid aus Amerika. Nennt sich Paradise. Schmeckt relativ sehr gut. Ja. Da habe ich mir die Probleme gehabt, dass es nach Spüli schmeckt. Also wie Brill. Also ich muss sagen, es ist verdammt schwer zu sagen, jetzt da. Der oder der hat, es gibt so viele Liquid-Hersteller und jeder hat irgendwo in seine Reihen wirklich ein gutes. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, wenn ich sage, Twisted Vaping macht extrem, hat eine Waldmeister-Brause, das schmeckt wirklich wie die Ahoi-Brause, was man aus Kinder kennt, das Brause-Sackel. Ja. Der schmeckt genauso super nach Waldmeister mit diesem Prickeln ein bisschen. Dann fruchtmäßig muss ich sagen, Pfirsich Maracuja von CBV super, Erdbeer von CBV super, Eierlikör super, dann German Flavors hat auch sehr gute Sachen, Avoria hat gute Sachen, also überall ist ein bisschen was Gutes dabei und etwas, was nicht so gut ist. Also da muss ich wirklich sagen, das Selbstmischen kann schon teilweise ein ziemlicher Hund sein. Weil du kaufst ziemlich verschiedene, viele verschiedene Aromen und genauso viele landen auch wieder in der Tonne. Oder du gibst das weiter, dass ein anderer probieren kann. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich meine, ich weiß nicht, wie das jetzt so ist. Ich bin noch nicht so lange in die Foren auch dabei. Zwar schon länger drinnen, aber ich habe die letzten paar Monate wenig Zeit gehabt. Aber ich habe da jetzt einen ganz netten in Salzburg gefunden. Der mit den tausche ständig die Aromen. Und ich denke mal, das kann man doch sicher da ein bisschen Österreich weitermachen, in die Gruppen vielleicht auch ein bisschen machen, dass man einfach Sachen, die man nicht mag, schickt man es auf Reise oder rät es mit jemandem zusammen. Das Problem ist, darf ich noch das eine nämlich nur sagen? Ja. Das Problem ist, alle, die in Wien sind, haben diese Probleme nicht. Ja? Weil Wien ist halt überall der Schwerpunkt, alles spült sich in Wien ab. Das ist auch das, was uns. Ja, und, nein, es doch, es stimmt. Was hast du denn bei uns?
Bei uns hast du einen Schwindling in Linz, also ich meine, gut, der ist ganz nett. Ein Schwindling, würde ich sagen, der hat in Heid hat jetzt einen aufgemacht. In Salzburg haben wir einen. Fertig. Ich in Oberösterreich kann eine Stunde fahren, bis ich irgendwo bin. Ich in Tirol auch. Ich muss nach Innsbruck fahren. Ja, super. Ja. Das ist jetzt nochmal so. Also wir haben jetzt da vor kurzem erst drüber geredet, ob es in Deutschland gibt es dieses Wanderpaket geben soll. Wir sind eben drauf gekommen, dass wir gesagt haben, es ist nicht so leiwand, weil jetzt da es gibt immer überall Vollidioten. Ja? Er gibt irgendwas Giftiges in dieses Aroma oder in dieses Liquid, was weitergesendet wird, hinein. Du haust das daheim in die Dampfe rein, speibst dich an oder dir passiert noch irgendwas Schlimmeres. Oder was Schlimmeres, ja. Ist schon klar. Ich sag schon, also, Viagra ist egal. Wenn, würde ich da wirklich sagen, über ein Forum, dass man sich eine Plattform schafft, wo man eine Person vielleicht findet, mit der man ein Vertrauen aufbauen kann, glaube ich, ist gescheiteres wie ein Wanderpaket zu machen. Weil es wirklich, das sind für uns, wir inhalieren das und ich glaube nicht, dass das so leibend ist. Ich habe gesagt, Wanderpaket hätte ich ja nicht vorgehabt. Ich hätte mir eher gedacht, auch in Richtung ja, Tauschbörse, meinetwegen nennt es weiter so. Börse ist also relativ. Einfach tauschen, ja, Liquid Aromen tauschen. Weiß wirklich, wie du sagst, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt sicher schon 300-400 Euro an Aromen weggeschmissen, wirklich weggeschmissen am Anfang, weil es schon 2 Jahre alt sind und schmecken nach Arsch und Friedrich. Ja, das, ja, das ist weg, ab in die Tonne. Ja, und ich finde es einfach schade. Ich meine, jetzt haben wir auch wieder, eben von dem aus Salzburg. So schaut unsere wöchentliche Post aus. Zweites Sackerl. Da noch 5 Epis dazu. Und die Flascherl und da noch 5 Flascherl, was auch Sachen dabei sind. Ich finde das einfach toll, der schmeißt sie rein und sagt, was du gebrauchst, schick mal zurück. Das willst du, ob ich jetzt 10 krieg und 2 schick oder umgekehrt, völlig egal. Ich meine, es ist ja schon so, dass sehr viele Aromenhersteller Epis anbieten. Ja? Jetzt, das sind natürlich aber leider, und das muss man schon sagen, Geiz ist geil. Weil wenn der Aromahersteller, und da kannst du jeden Aromahersteller fragen, der Epis anbietet, wenn der jetzt sagt, okay, ich verlange für das Epi 1,50 Euro für 2 Milliliter oder was, aber im Gegenzug kosten 3,90 Euro oder so 10 Milliliter, sagt jeder, und da traue ich mich wetten, ich nehme mir kein Epi, bestellen wir gleich 10 ml und wenn es mir nicht schmeckt, dann tue ich es halt weg. Weil genau so ist es. Geil ist. Ich finde es halt nur schade und nicht Sinn und Zweck von der Geschichte. Natürlich, ich habe wieder recht, das ist auch nicht Sinn und Zweck. So, vielleicht hören wir jetzt besser in Maurice. Ja. Irgendwie wird es nicht besser bei dir. Es tut mir echt leid. Hast du kein Headset? Nein, aber ich werde es mir besorgen. Bitte. Ich weiß nicht, du machst es übers Handy und gerade bei solchen Geschichten ist oft schwer, wegen die Rückkopplungen, da tun sie sich irgendwie gegenseitig blockieren, die Handys. Ja, das ist jetzt mein Laptop. Aha, Laptop ohne Headset. Naja. Aber jetzt mir besorgen. Okay, reicht der 5-Euro-Teil oder einfach nur Kopfhörer anstecken? Würde auch reichen meistens. Okay. Wenn du Kopfhörer hast, probier's einmal nur Kopfhörer anstecken, dann tut er sich vielleicht leichter mit dem Mikrofon und Sound. Ja, mal probieren. Na, aber das, ich meine, ich könnte, warte mal, ich komme gleich, ich hole nur mal meine Aromakiste, damit ihr mal wisst, was eine Aromakiste ist, ja? Oh Gott, jetzt kommt. Bei den meisten wird es eh auch so ausschauen. Ihr könnt ruhig weiter quatschen. Ja.
Richtig, also ich glaube, wenn ich meine nicht weggeschmissen hätte, konnte ich glaube ich mithalten mit deiner. Wie immer die ausschauen wird. Das war wirklich schon, das war schlimm. Ja, das schaut bei jedem gleich aus. Ja, es ist eh bei jedem. Stimmt ja. Tucht, du kriegst keine Ordnung rein. Ich hab's probiert. Ich hab eine Kiste. Wunderschön, so kleine Fachlang, wo immer ein so ein Aromafläschchen den Platz hat oder so ein 10 ml Fläschchen. Die Spritzen haben den Platz. Das räume ich dann ein. Dann habe ich wieder gemischt und wieder zurückgetan und am nächsten Tag denke ich mir, nee, schmeckt mir nichts. Wieder neu probieren, pack's wieder aus und komplettes Chaos drin. Was du auch probieren kannst, ist ein guter Tipp. Falls dir ein Aroma nicht schmeckt, gell? Dann haben wir beispielsweise Erdbeer, Kirsche, Banane, gib einen kleinen Tropfen Menthol dazu. Menthol, ja. Das ist ein guter Tipp. Die Aufhänger, dann werden die meisten Aromen runter, also geschmacksneutraler, kann man sagen. Also Kaffee und Menthol wird sicher nicht passen, aber alles, was so fruchtig ist, habe ich auch probiert. Und am Anfang muss ich sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, das sind nicht zum Dampfen, mit Menthol ist nachher gegangen. Sind brauchbar gewesen. Und sonst noch ein guter Tipp, Karamellsweeter. Karamell was? Karamellsweeter. Schmeckt der anders wie der normale Sweeter? Nach Karamell, ja. Das ist von Club der Dampfer. Ich habe da den Link, die wieder ein bei Hangout. Schmeiß mal eine bitte, ja. Bei normalen Sweeter habe ich da, aber ganz ehrlich, das schmeckt auch nicht wirklich gut. Und auch nicht wirklich süß. Den Karamellsweeter habe ich vom Club der Dampfer ein EP mal bestellt. Mit deinem, muss ich sagen, wären die Aromen wirklich angenehm zum Dampfen. Ja, das ist gut. So, wieder leer. Immer schaut, wenn die guten Sachen leer werden. Ist jetzt drinnen im Hangout. Wenn noch circa auf einen 100 ml Flasche 1 ml dazu gibst, passt genau. Okay. Was mich persönlich mal so interessieren würde, weil ich jetzt in letzter Zeit, na gut, Problem würde ich es nicht unbedingt nennen, weil es mir so ziemlich am Arsch vorbeigeht. Wie reagiert denn, wenn jetzt jemand zu euch kommt? Die Besten sind dann sowieso die mit der Zigarette in der Hand, die dann sagen, weißt du nicht, wie schädlich das ist? Und das Einzige, was ich dann sage, ich von wegen, ich weiß zumindest, was da drin ist im Gegenzug zu dir. Aber was macht ihr denn da so? So wie ich es im Geschäftsleben auch mache. Eine Frage, oder eine doofe oder unangenehme Frage immer mit einer Gegenfrage beantworten. Wenn mich einer fragt, ob ich weiß, was da drin ist, sage ich, ja, ich schau, du auch. Ja, ich hab gehört. Sagst du, das ist der Unterschied. Du hast gehört und ich weiß. Ja, und was ist dann wirklich drin? Sag ich, ja, dann zahlst du mir mal einen Kaffee, dann komme ich zu dir und dann erkläre dir wirklich, wie es ausschaut. So bringe ich eigentlich im Endeffekt die Leute zum Dampfen. Funktioniert wirklich gut. Letzter Versuch ist jetzt besser. Jetzt ist besser, ja. Oh, okay. Einige Einstellungen und dann nochmal am Laptop. Aber wie gesagt, jetzt kommt noch. Weißt du, ich sag so, um die Frage jetzt, das ist nämlich echt interessant, weil es wird immer mehr und ich merke es auch wirklich, dass sogar bei uns am Land, und die waren wirklich am Land, ja, also mein Dorf hat mehr Kier wie Einwohner, und du wirst immer mehr und mehr angeredet, das stimmt schon. Und ich habe gemerkt, du kannst die Möglichkeit, dass eine Argumentation Früchte trägt, ist nicht einmal mehr 50-50. Das ist jetzt durch die Negativwerbung in den Medien teilweise und diese negativen allgemeinen Meldungen, was die Leute so hören, wird es immer mehr. Und darum sage ich ganz, es sind die meisten sind schon so resistent, dass das Argumentieren überhaupt nichts mehr bringt. Ich tue es wirklich nicht mehr, weil wenn sich einer interessiert, wenn wirklich einer Interesse hat, dann frag er eh. Dann bin ich der Letzte, der ihm nicht hilft, erklärt, sagt, komm, wo bist du daheim, komm zu dir, nimm meinen Koffer mit und dampfen wir ein paar Stunden. Aber argumentieren auf offener Straße gegen Leute, die was
blöd quatschen. Gestern war ich in Gensandorf. Leck mir am Arsch. Da bin ich angequatscht worden. Genau für solche Leute. Ja. Sagst du am gescheitsten gar nichts. So, ganz gut. Da habe ich nichts mehr gesagt. Meine Aromakiste. Ja. Ich schau mal, ob ich euch das irgendwie ein bisschen. Jo. Ach du Scheiße. Das ist nicht ohne. Also da sind, ich meine, gut und gerne so 70, 80 verschiedene Aromen drin. Aber da ist wirklich viel dabei. Kannst du Geschäft auf machen? Jetzt ehrlich, hat bei euch schon mal wer Sweetener, ja. Ja. Also ich habe da so einen Sweetener, aber ich weiß nicht. Ich merke da nicht so viel. Ich meine, ich will mir nicht zu viel reingeben, aber. Ich habe den aus Salzburg, aus dem Halliner Shop auf, den was es da mal gegeben hat, oder noch immer gibt. Ich muss sagen, siehst du, wie viel das fällt. Ja. Fast nichts. Es schmeckt nach Arsch und Friedrich. Es schmeckt nach gar nichts. Ich stehe auf den Spruch. Ist war gerade bei dem Thema Leute zum Überzeugen, oder? Nee, direkt Überzeugung jetzt nicht. Es ist dann im Endeffekt darum gegangen, was man jetzt macht, wenn man blöd angeredet wird. Ich mache meistens gar nichts. Weil meistens die, jetzt seien wir uns ehrlich, meistens die was deppert reden, sind entweder die kompletten Zigarettensucht ist, der was mit der Chicken der Pappen hat, die wissen aber eh, dass das giftig ist, was sie da tun. Ja, da sage ich nur, tief einatmen. Oder es sind die extremen Nichtraucher, die was sie wie in jedem Scheißtrick aufregen. Da hab ich mal ein super Erlebnis gehabt mit dir. Und zwar war das von einer Freundin. Meine Freundin informiert, dass ich den ersten Datum ihrer Dampf mal, wo es natürlich nicht mein Dampf hatte. Als Kind ist der Nebensitzen, der Mutter kommt. So, Kind gewechselt wird, das ist gut. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das zum Beispiel, ich war mit meiner Frau jetzt wieder mal einkaufen auf der Mayer-Hilfer-Straße, ich habe das eh auch gestern erzählt, da merkst du, wie deppert die Bevölkerung ist und welche Macht Medien haben, weil da ist eine Gruppe Jugendlicher gestanden, alle mit der Chick, natürlich ist da der Rauch um und so, da sind Mütter mit den Kinderwagen einfach so durchgefahren, ohne Wirtwagen. Und wenn ich eine Wolken ausgelassen habe, dann haben sie alle deppert geschaut und haben einen Bogen gemacht, sind ausgewichen. Also, konnte ja radioaktiv sein, gell? Ja. Ich streue ja auch immer. Ganz kurz nur zum Johnny. Jo. Wenn du mal kurz herschaust, weil du hast gesagt Bananenmilch. Kannst leider nicht lesen. Aber was? Doch, ich erkenne Bananenmilch, jawohl. My E-Liquid. Aha. Die ist super. Die ist echt zum Empfehlen. Habt ihr auch schon mal, ich sage nochmal, jetzt da bei Kahn so richtig offiziellen Shop, also wie Basen bei M.A. kennt ihr das oder? Nö, ich sag mir gerade nicht. Dort habe ich auch schon bestellt. Ja, und warst du zufrieden damit, Andrea? Ja, ich habe eine Bestellung aufgegeben und habe irrsinnig viele Liquidproben dazu gekriegt. Unter anderem Birne, Pistazie,
Vanillepudding und so weiter. Ich muss sagen, viele Liquids waren dabei, die mir überhaupt nicht geschmeckt haben. Käsekuchen. Aber unter anderem sind auch Liquids dabei, die wieder ziemlich gut sind. Habe ich ja. Dann gerade Pistazien gehört? Gut, ich glaube. Habe ich da gerade Pistazie gehört? Ja. Ja, Pistazie. Das wäre jetzt wieder. Aber war nicht sonderlich super. Ja, aber da sind Geschmäcker, das sind eben so die verschiedenen Basen. Also man findet ihn ganz einfach unter auf Facebook unter Basen m.a. Er hat auch einen Shop. Ich kann euch dann, wenn es wollt, euch den Link zum Shop im Chat rein, also im Engel-Chat. Er hat wirklich relativ moderate Preise. Was ich wirklich empfehlen kann, sind seine Basen. Seine Basen sind super, vor allem man kann sich aussuchen, ob man die Base haben will mit Wasser oder mit Alkohol zum Beispiel. Ich habe mir genommen 90% VG und 10% Alkohol. Das hat den Grund für die Leute, die was nicht wissen, der Alkohol, also Ethanol, der Weingeist eigentlich, das bringt noch einmal ein bisschen einen besseren Geschmack, gerade bei Früchten. Also bei Früchten ist es wirklich zum Empfehlen. So, ich habe euch jetzt einmal im Chat das reingehaut. Aber ich glaube, von dem roter Wicht und blauer Wicht ist ziemlich bekannt. Naja, eigentlich kommt roter und blauer Wicht von Mellis Dampfkesselchen und er hat auch sowas gemacht. Von Mellis Dampfkesselchen ist, glaube ich, noch einmal um eine Spur besser und bekannter, aber er hat auch sowas. Und die sollen auch sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, ich habe euch die, ja doch, die V2A Edelstahlträger und so. Die relativ günstig, also für 10 Meter 30er Edelstahldraht 1,99 zum Beispiel. So hat es mich gerade geschmissen gehabt. Okay. Also der hat wirklich auch Drähte und er hat auch, glaube ich, eine Watte, die sehr gut sein soll. Er hat auch Glasfläschchen und so in verschiedene Größen. Ja. Welche Drähte verwendet ihr? Wie bitte? Nur kein Welche Drähte sagen. Verwendet ihr? Ich verwende zum Beispiel hauptsächlich Liquichrom und Artistic Wire, also V2A Edelstahl. Der sollte so gut sein, gell, habe ich gehört. Ich muss ehrlich sagen, dadurch man ja jetzt, also wenn man viel Geschmack haben will, aber niederohmig bleiben möchte, dann bietet sich wirklich dieser V2A Edelstahlgrad oder Edistik Weiher an, weil ich sage halt einmal so wie bei dem hier, ich kann es euch einmal zeigen, wenn es wollt, damit vielleicht die Leute, die was sie noch nicht so auskennen damit, mit dem Ganzen, ein bisschen eine Ahnung davon kriegen. Ich habe mir jetzt, ihr müsst es mir verzeihen, keine, na, so, warte mal. So, Controller öffnen. Damit ich euch das zeigen kann. Ja, ich muss also, halt. Okay. Ich wünsche euch noch alle was. Ciao, Daniel. Und man hört sich. Bis schon, ja. Tschüss, Daniel. Ja, ich muss auch. Ja, tschüss. Schöne Chance. Okay, ciao. Ciao. So, jetzt schaue ich noch, dass ich das scharf auch kriege. Also da drinnen sind jetzt der Artistic Wire, das sind
10 mal um 3 mm rundherum und das sind 0,4 Ohm. Das ist ein Dual-Coil, 10 mal rundherum um 3 mm, das heißt, du hast eine schöne große Fläche, die natürlich dementsprechend auch viel Liquid verdampft, dadurch meines Erachtens einen besseren Geschmack liefert und bist trotzdem noch schön niederohmig. Okay. Naja, weil heute gestern zum Lechner Andreas zu, bevor er nach Baden, aber der hat dann keine Zeit gehabt und ich dann auch nicht mehr. Und der hat nämlich auch diesen Edelstahldraht, jetzt habe ich mir gedacht, ob es das wirklich lohnt. Der Späßl in Salzburg hat auch gesagt, Stöder, der ist gut, der ist auf jeden Fall wert. Also ich muss auch sagen, zum Testen auf jeden Fall einmal, vor allem wenn man jetzt da sagt, eben für die Leute, die was niederohmig bleiben möchten, aber keinen Geschmack von dem Wolterdunstgefühl um Rundungen machen muss, bietet sich der wirklich super an. Okay, ist schon auf der Liste. Was ich jetzt zum Beispiel, weil du gerade in Lechner erwähnt hast, ein bisschen schade finde, ist, er ist ja der Generalvertreter für Österreich von German Flavors. Mhm. Was ich bei ihm ein bisschen schade finde, ich habe letztes Mal geschaut, okay, ich könnte nach Baden fahren, das ist nicht weit von Wien aus, ja. Ich finde es halt schade, dass bei ihm die German Flavor Basen und Aromen gegenüber Deutschland trotzdem eine Spur teurer sind. Um 70 Cent, glaube ich. Echt? Ja. Gegenüber okay. Deutschland um 70 Cent gegen einen offiziellen Shop. Und dadurch ich sowieso jetzt dann nicht einer bin, der was unbedingt rein Shop fährt. Wenn ich es mal bestellen würde, würde ich es in Deutschland bestellen, weil ob ich dann zwei Tage, einen Tag mit länger warte oder nicht, war er der Wurst. Ganz ehrlich, ich habe den Preis noch gar nicht verglichen. Na, ich schon. Ich bin mein Geld ist nicht feind und deswegen kontrolliere ich. Ich spare auf jeden Fall der Basis extrem, kann ich rück bei den Aromen ein bisschen teurer sein. Ich habe jetzt eine gute gefunden. Das haben wir. Die Nebelfee Edition vom Smoking Bull. Ist total günstig und ja, ich finde die dampft extrem angenehm weich im Mund. Beinahe wie die von German Flavor, aber billiger. Was kostet die? Ah! Andrea, du hast irgendeine Rückkopplung wie du zwei. Ist die von mir? Nein, die war von der Andrea die Rückkopplung, ich weiß nicht. Oh, das hat jetzt das Ohr zerrissen. Schmerzhaft. Deswegen hasse ich jetzt mit den scheiß Kopfhörer. Funktioniert jetzt? Jetzt geht's, ja? Jetzt geht's, ja. Sehr gut. Oh, warte mal. Auf wie viel Nikotin bist du? Ich bin jetzt auf Null. Oh. Okay, bei einer Nuller ist es nicht schwer, dass man es billig findet. Aber wie seht ihr das jetzt, wenn das durchgeht, Basen bunkern mit Nikotin, ja, nein, weiß nicht, ist mir scheißegal. Andrea? Also ich sag, wir persönlich haben selber jetzt nur eine Flasche mit 1 Liter Base daheim, mit 6 Milligramm, von Hisvape. Aber ich persönlich sag, einbunkern mit Base würde ich mich jetzt nicht. Weil irgendwo kriegt man immer was daher. Genau, das sehe ich ja. Das wird nicht ganz stimmen, aber lassen wir uns überraschen. Weil Deutschland auch schon auf den Vormarsch ist und wenn die DP2 durchgeht, jetzt da haben wir wieder die Rückkopplung, dann wird es überhaupt nur mit 10 Milliliter geben und auch die Basis wahrscheinlich nur mit 10 Milliliter Flaschen. Mit 10 Milliliter Basis anfangen, das ist ja kompletter Schwachsinn. Ja, also, aber so,
greifen wir die altbekannte Diskussion, die was eh bei jedem Stammtisch rauskommt, dieser Gesetzesentwurf. Es ist so dermaßen unübersichtlich, so eigenartig geschrieben. Was soll denn das überhaupt heißen? Alles, was in einem Verdampfer verdammt werden kann, mit Nikotin oder ohne, halt Wasser jetzt dann auch nur noch dort drüben, oder was? Ja, für ihn anscheinend auch. Und es ist natürlich schwer, aber dazu wird es eher auch noch bei uns in die Sendungen darum gehen auch. Aber es wird sicherlich sehr, sehr schwer werden. Und ich bin schon am Überlegen zum Bunkern. Ich werde mir wahrscheinlich aus Irland eine Base holen und mal da ein bisschen was einlagern. Ja, aber wo glaubst du, das Problem ist, dass die Deutschen nicht nach Österreich schicken? Nein, darfst du ja nicht. Nein, schau. Das ist ja das, was viele nicht verstehen. Beim Tabakmonopol, ja, ist es so, wenn wir da reinrutschen, dann darf kein anderes Land, egal, also solche Sachen wie alles, was mit E-Zigaretten zu tun hat, sei es Aroma, sei es Basis und so weiter, nach Österreich senden. Das Problem ist, wenn er erwischt wird, beim ersten Mal kriegt er wahrscheinlich eine Verwarnung oder sogar gleich eine Verwaltungsstrafe und du bekommst auch gleich eine Strafe, weil du es bestellt hast. Das ist das große Problem. Und sie werden abgemahnt, die Shops. Und glaube es mir, kein deutscher Shop fängt sich den Privatkrieg mit dem Zoll und mit dem Staat an. Wenn ihr es nicht glaubt, ihr könnt es gerne vergleichen mit schwedischen Snus. Da gibt es dasselbe Problem. Ist das nicht die Sorge-Tabak? Genau. Was man irgendwie unter die Lippe reintut, wenn es mir nicht täuscht. Genau. Den persönlich finde ich voll Blödsinn. Ich persönlich habe den auch schon gehabt. Aber außer, dass das Zahnfleisch taub wird, passiert da auch nicht viel. Also Fleisch habe ich da nicht wirklich gehabt. Also wie gesagt, sollte es wirklich so sein, was ich absolut nicht glaube, weil ich gehe nicht davon aus, dass diese Monopolregelung durchkommt. Aber sollte es so sein, dann werde ich sicher wieder ganz normal über die deutsche Lieferadresse bestellen, werde man es halt dann nicht nach Österreich nachschicken lassen, sondern werde einmal im Monat nach Freilassing fahren, das ist auch nicht so weit weg von mir, und hole mir es direkt über der Grenze ab. Genau. Das ist der einfachste Weg. Das ist der einfachste und beste Weg, weil wenn es ins Tabakmonopol reingeht, dann werden die deutschen Shops nicht mehr nach Österreich senden. Bin ich neugierig, ja. Weil die Strafen zu hoch werden. Das ist nicht schön. Aber es ist überhaupt, das ganze Thema ist sehr, sehr schwierig. Weil in der Apotheke kriege ich auch ein Propylenglykol und ein Glycerin, ne? So ist es. Oder eben ein Weingeist, eben ein Ethanol. Wie sie das alles bewerkstelligen wollen, frage ich mich selber oft. Aber ich glaube, dass das Ganze mit dem Tabakmonopol sowieso schon durch ist und dass uns sowieso nur mehr Klagen bleibt. Aber das ist eine persönliche Meinung. Ich glaube, da heißt es einfach nur abwarten. Mehr kannst du nicht machen. Leider. Ja. Und vielleicht noch einmal irgendwann gescheit auf die Straße gehen mit mehr als 370 Leuten. Es wären 371 gewesen, aber ich war gerade zufällig im Urlaub. ich wäre von Tirol nach Wien gefahren. Das hätte ich ohne Scheiß hätte ich gemacht. Aber ich war ja zu dieser Zeit in Holland gerade auf dem Weg. Nice. Also, wenn wäre es, glaube ich, am gescheitesten, wenn man so einen Sammelbusse macht oder was, ne? Dass man auch die von weiter weg reinbringt nach Wien.
dass wir mal so einen richtigen, dass wir die Ringstraße sperren und bei drei lasst jeder eine Wolke raus, damit es drei Tage nichts Kasun mehr über Wien gibt oder so. Das wäre geil. In Holland dampft man natürlich wieder andere Sachen, ne? Ich kann ja eine ganze Ladung voll Hanf mitnehmen. Ich habe gerade 100 Milliliter angesetzt. Ja, ich glaube, umsonst haben sie den Verdampfer von Snoop Dogg auch nicht entwickelt. Falls den jeder kennt. Ja, aber der wurde. Den hat ja eine Zigarettenfirma entwickelt. Also eine Tabakfirma, die sich eine E-Zigarettenfirma gekauft hat. Ja, aber nachvollziehen können sie auch nicht, was für Kräuter man sich da reinhaut. Es ist ja nur Verschnittung. Ich rede auch von nichts anderem. Aber ich glaube, ja, ich glaube sowieso nicht, dass das so leibend funktionieren kann oder soll, dass man sich, weiß nicht, was da alles schon geredet worden ist, aufgelöste Viagra, Hanföl, also Cannabisöl und so weiter. Ich glaube, das funktioniert gar nicht so, wie es das große Gerede wieder ist. Das darfst du nicht mal so unterschätzen. Propylenglykol ist ein super Trägerstoff, ein einwandfrei. Du müsstest aber bei der Hitze, nur, die was da produziert wird, glaube ich nicht, dass ein Viagra noch wirksam ist. Viagra ist ja eine andere Geschichte. Aber zum Beispiel so in Inhalatoren für Asthmatiker ist nichts anderes drin, als Propylenglykol. Ja, das wissen wir ja. Aber beim Inhalator habe ich keine Wärmeentwicklung, die was man das verdampft. Das stimmt. Und okay, von mir aus Hanföl lasse ich mir, also Cannabisöl lasse ich mir vielleicht noch einreden, aber ich glaube, das wirst auch nicht glücklich werden, weil da die Spule da drinnen gleich verpickt und du kannst das einmal machen und gleich wieder raushauen und neu wickeln. Man müsste das Tetrahydrocannabinol müsste man extrahieren und dann verbinden mit Propylenglykol. Das wäre die Lösung. Allerdings schweifen wir jetzt ein bisschen in die falsche Richtung ab. Ansichtssache, sagen wir es so. Ich hab nichts dagegen, ich mach's selber nicht, aber mir ist das komplett wumpe. Stell dich im Vergleich mit Alkohol. Reden können wir über alles. Ist ja jetzt keine Live-Show. Doch. Oh. Aber es sind nur wir da, oder? Also, keine Ahnung, ob es aufgezeichnet wird, ist mir auch noch egal. Ja, ist völlig egal. Dann schimpft man wenigstens ein bisschen über die Regierung, dass es einen Sinn auch hat, falls es aufgezeichnet wird und gesehen wird. Irgendwelche Politiker werden sicher sehen. Das nächste Mal nimmt nicht jeder niederohmige Dampfen mit, sondern hochmoderne Schusswaffen auf eine Demo bringt mehr. Habt ihr es alle gehört, Regierung? Nee, also Sturm ins Parlament. Ich finde es ja teilweise lächerlich, was die Regierungen machen. Weil genauso wie ich habe das gestern schon gesagt und ich wiederhole das gern noch einmal. Sollte es wirklich so sein, das ist auch nur mehr Basis. Und jetzt lasst mich kurz ausreden, bevor es gleich meiner alle schreit. Sollte es wirklich so sein, dass sie Basis nur mehr in 10 Millilitern machen, ja? Dann frage ich mich nur, der Typ, der was das beschlossen hat, der muss einen immensen Hass auf die Umwelt haben. Weil lauter so kleine 10 Milliliter Flaschen, ja, die aus Erdöl bestehen, weil Plastik gleich wird aus Erdöl gewonnen. Wir haben es eh so dicke mit den Rohstoffen. Wo landet der ganze Mist? Den schiffen wir dann wieder rüber nach Afrika oder wie? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Und darum sage ich dir ja, das sind lauter stupide Sesselfurzer, die von der Materie null Ahnung haben. Nur in eine Richtung schauen. Das ist Rauch, das ist giftig. Und nach links und rechts nicht schauen. Ist leider normal so, ja. Die Sache ist auch die, von wegen, es war ja auch mal die Rede, dass man nur noch so Einwegteile kaufen kann. Ist ja nicht so, als würden wir in Lithium-Ionen-Akkus baden können.
gibt es ja auch Unmengen davon. Ja, diese Einwegdinger da, ne? Der letzte Müll. Sowieso, halten Sie sich anscheinend 500 Züge, nach 200 ist eigentlich Ende. Naja, Sie wollen ja die Nachfüller, nur mehr bis 3 Milliliter oder was. Sinnlos. Das. Und du darfst mit dem Liquid nicht mehr in Berührung kommen. Und ich habe nach der Demo das Vergnügen gehabt, dass ich mit dem Bernd Meyer an einem Tisch gesessen bin und der gesagt hat, dass das ein Blödsinn ist mit dem Nikotin. Du kannst im Nikotin sogar teilweise baden, weil es über die Haut schlechter aufgenommen wird. Genau so ist es. Da passiert gar nichts. Es ist halt so, dass manche Politiker glauben halt wirklich, dass wir irgendwie so dämlich sind und von nichts Ahnung haben. Wir wollen uns anscheinend vor uns selber schützen. Also zumindest so kommt es halt rüber. Weil ich meine, wir sind alles erwachsene Leute. Wir werden wohl so weit selber nachdenken können. Jeder vernünftige Mensch kann sagen, ich meine Gott, das sind Chemikalien, das gehört nicht in die Lunge. Muss man ganz ehrlich zugeben. Aber, dass es auf jeden Fall gesünder ist wie eine normale Zigarette und einfach nur die beste Lösung ist, wenn man mal so dämlich war und angefangen hat, das kann dir auch niemand verneinen. Ja, aber ganz kurz, das mit den Chemikalien, da stimme ich da nicht zu, weil aus dem Grund, wir haben das sogar gestern veröffentlicht, gib mal ein, gelbe Liste, in welche Medikamente Propylenglykol drinnen ist und in welche Glycerin drinnen ist. Und diese werden auch aufgenommen. Also das sind Apotheken erhältliche Präparate. Also es ist ja auch geprüft, sonst hätte man keine E-Zeichen. 2708 Präparaten beinhalten den Wirkstoff Propylenglykol. Na? Also wissen wir sehr wohl, was wir unserem Körper zufügen. Nur sie wollen es uns jetzt als Scheiße verkaufen, auf gut Deutsch. Weil in der Apotheke ist es erlaubt und solange sie in unserer Dampfe haben, ist es nicht erlaubt. Oder wollen sie es so herstellen, als nicht erlaubt. Ich vermute eher, dass da irgendeine Firma da sitzt mit einer fette Geldtasche und sagt, hey, ja, natürlich, die Pharmaindustrie. Willst du das nicht kurz so ein bisschen hinregeln, damit ich mehr Umsatz kriege? Der Regierung ist doch scheißegal, was wir wollen, was wir denken, was für uns gut ist, was für uns gesund ist, ob wir mündig sind oder nicht, das ist völlig egal. Solange kein Geld zum Rausziehen ist für einen eigenen Sack, wird alles reglementiert. Der Bürger wird Schritt für Schritt noch mehr entmündigt, wie er eh schon ist. Wir sind leider als Österreicher, und das ist wirklich, wir sind einfach steppert und schauen zu lang zu. Das darf so gar nicht passieren, das darf gar nicht sein. Was für ein Idiot, ganz ehrlich, Regierung, genug irre, ist nichts anderes, ist ein Anagramm, ja. Da sitzen Idioten, die beim Solettifressen drüber diskutieren, warum ein Schaß nicht gut riecht. Ja, und genau sowas kommt dabei raus. Und das kann einfach nicht angehen, dass man sich heute wirklich, wie du zuerst gesagt hast, einen mündigen Bürger, der selbst entscheiden kann, was für ihn gut ist, muss sich vorschreiben lassen von jemandem, der nicht einmal weiß, wie man Propylenglykol schreibt, geschweige denn, was es ist, und der muss da sagen, ob du das nehmen darfst oder nicht. Und die Dummen sind nur mir, solange es mir uns gefallen lassen. Ganz ehrlich, ich bin ein Querulant, ich steige an jeden auf die Fiers, das ist mir wurscht, ich kriege immer nicht drauf, das ist mir auch klar. Ich bin immer auf dem verlorenen Posten, weil ich allein bin oder weil wir sehr, sehr wenige sind, unabhängig vom Dampfen. Aber ich lasse mich nicht von solchen Idioten bevormunden wie ein kleines Kind. Und da gehören einfach, ich sage nicht, dass ich jetzt, was weiß ich, ein Aushängeschild bin, ich sage im Gegenteil, keiner soll so tun wie ich. Aber ich reiße halt überall meine Guschen auf. Weil ich einfach sage, ich muss mir das nicht bieten lassen, weißt? Ja, es ist ich muss auch ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt, dann nehmen wir die Andrea her. Ich weiß, die Andrea hat ein kleines Kind. Und ich sehe es jetzt da persönlich so, es ist doch 10.000 Mal gescheiter, wenn die daheim dampft, ja, weil Propylenglykol ist bakterienabtötend, als wie die raucht daheim und das kleine Kind liegt in der Wiege und muss den Nikotinsaft einatmen. Ja. Das war eigentlich die Hauptkriterie, warum ich vom Rauchen aufs Dampfen gekommen bin.
Warum ich dich zum Dampfen? Nein, es ist doch wirklich so, wir sagen zwar heute, genauso wie mit dem, sie wollen uns dauernd den Jugendschutz vor die Nase binden. Ich hab da, jetzt, ich muss das jetzt einmal, da ist mein Kabel, schauen, ob ich das jetzt schaffe. Seid mir nicht böse, auf der einen Seite, und das stimmt ja, auf der einen Seite redet da jeder von, wir sollen Cannabis freigeben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der was kiffen tut, ja. Ich habe es vielleicht auch nicht schon mal probiert, das lasse ich jetzt einmal dahingestellt, ja. Soll jeder bitte für sich selbst entscheiden. Cannabis, sagen wir, na, darf man nicht, obwohl es eigentlich für einen grauen Stark, glaube ich, verwendet wird, dann für Schmerztherapie verwendet wird. Dann hat es jetzt erst vor kurzem in Deutschland einen Prozess gegeben von 5 Leuten, die was aus gesundheitlichen Gründen oder ärztlichen Gründen Cannabis verordnet haben. Also, und auf der anderen Seite wollen sie uns die Dampfe wegregulieren. Das kapiere ich schon langsam gar nicht mehr. Ich glaube, für Depressionen wird sie auch verwendet. Ja. Wie gesagt, ich käme da zu wenig aus, für was Cannabis alles gut ist, ja. Nur ja, ich sag, mir persönlich jetzt da, ich rede jetzt nur von mir. Ich finde Alkohol 100.000 Mal gefährlicher. Und aber unseren 16-Jährigen sagen wir, alles was ungebrannt ist, darfst du trinken. Das heißt, da sauft die nieder mit dem Bier, sauft die nieder mit dem. Mit dem Wein, scheißegal, ob es der Alkoholiker wird, und Cannabis verbietet man. Oder die E-Chick. Also irgendwas passt da nicht in unserem Denken. Wie viele Tote hat es gegeben beim Alkohol? Wie viele Tote hat es gegeben beim Dampfen? Ja. Oder beim Kiffen? Ja. Beim Kiffen weiß ich von einem, aber auch nur das, weil er irgendwie so eine ganze Rolle auf den Schädel bekommen hat. Aber vom direkten Kiffen jetzt nicht. Es ist aber da muss ich aber auch dazu sagen, eingekifft Autofahren, nee, der darf nicht sein. Nee, ja? Nee. Aber ich möchte ganz kurz einmal was zum Thema Jugendschutz berichten, weil sie wollen schon die Trafik verbannen, weil da ist ja der Jugendschutz gewährleistet. 100%, ja. Und als 14-Jährige kriegt man da auch keine Zigaretten? Absolut nicht. Nein, eh nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ich muss nur schauen, dass ich das irgendwie unter Dach und Fach kriege. Ich habe ja auch nicht mit kurz vor 15 mit dem Rauchen angefangen und in reingegangen und habe nach einer Schachtel Camel gefragt. Hab's nein. Ist ja nicht so. Aber ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Dampferladen gefunden, der was mir nicht nach einem Ausweis gefragt hat. Ich bin 21 und wenn ich diesen Bart nicht habe, dann sehe ich aus wie 16. Die verkaufen nicht unter 18. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, aber das ist ja... ist dasselbe wie schick irgendjemand Jugendlichen, der noch keine 15 ist, in die Trafik. So, da haben wir es jetzt da. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Shisha. Gut, ganz normale Trafik in Wien. Ja. Bongs. Oh. Bongs. Aber man kann ja auch einen Shisha-Tabak reinmachen. So wird das ja dargestellt. Also, Gewürzmühlen. Na, Grinder. Grinder. Genau. Und auf der anderen Seite sagen sie uns aber, in der Trafik ist der Jugendliche der Jugendschutz gegeben. Auf jeden Fall sicher aufgehoben, ne? Ja, wenn er wissen will, wie es kiffen geht, dort kennen sie sich ganz sicherlich aus, weil dort kriegst Papers, dort kriegst Plants, dort kriegst Filtertipps, dort kriegst die Bong, dort kriegst das Malwerkzeug, du kriegst dort alles fürs Kiffen. Das ist die Sache mit Utensilien. Man kann Utensilien extrem schwierig verbieten, weil es für viel mehr einsetzbar ist. Ich meine, nehm mal einen rein mechanischen Akkuträger her. Das ist nichts anderes wie ein Stahlrohr. Das kann ich auf der Drehbank machen.
den wollen sie verbieten, obwohl es für die 510er vorne Anschlüsse für Taschenlampen gibt. Hm. Aber sie verbieten es trotzdem. Und Bongs und so geht nicht zum Verbieten. Weißt du, was ich meine? Da wird immer mit zweierlei Maß gemessen und das kapiere ich irgendwie nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite eine total strenge Linie fahren und auf der anderen Seite sage ich, scheiß drauf. Ich glaube, kapieren werden sie schon, nur sie wollen es nicht kapieren. Ja, das ja. Ich meine, so dämlich, wie sie auch rüberkommen, komplett dämlich sind sie nicht. Sie denken halt im ersten Zeit eher mit der Geldtasche. Ja, aber gut, ich meine, seien wir uns ehrlich, jeder von uns, wird sicherlich irgendwann einmal sagen, okay, das Liquid 10 ml kosten wir jetzt, da weiß ich nicht. Was, oder fangen wir so an, was ist für euch in einem Geschäft, ich rede jetzt von einem Geschäft, nicht von privat, was würdet ihr sagen, für ein gutes Liquid, also gut heißt, es schmeckt gut, es steht drauf, was drinnen ist und so weiter, ja, also es erfüllt alle Normen, was ist euch 10 ml in einem Geschäft wert? Und bitte geht jetzt davon aus, der muss seine Leute die Lagerung und so auch alles zahlen. Also kommt ich persönlich sage 4,50. Ich würde sagen, gerade ein 5 € ist, geht für mich komplett über. Ja. Ist okay. 5 € ist mehr als die Grenze. Ja. Sag ich zum Beispiel auch, ich meine, ich bin sogar so frech, dass ich sage zwischen 3,50 und 4,50 für ein gutes Liquid, weil wenn man es selber mischt, weiß man, was es kostet. Habe ich kein Problem damit. Aber ich sage euch, wenn das durchgeht, was die Regierung da machen will, dann wird kosten 10 ml 20 Euro mit den Steuern. In der Sache ist die, dass die Steuern, die gibt es. Die gibt es aber nicht, um den Staat zu füttern. Die Steuern sind eigentlich dazu gedacht, um etwaige Krankenkosten zu übernehmen für Raucher, falls sie jetzt Krebs kriegen. Ich meine, du zahlst ja nichts für deine Behandlung. Soweit ich das mitgekriegt habe, ich habe damit zum Glück keine Erfahrung, Klopf aufs Holz. Es ergibt dann keinen Sinn, weil krebserregende Stoffe sind keine drin. Gesundheitliche Probleme hast keine mehr. Ich meine, das ist ein sehr altes Bild von dir, ja. Ich muss dir ehrlich sagen, warum wollen sie nicht, dass man auf was Gesünderes umsteigt? Rechnet ihr das aus, wie viele Personen allein in Österreich jährlich an Tabakkonsum sterben? Wie viele Pensionen die nicht auszahlen müssen? Ja, ja, sowieso. Ja, und oft sagen sie, ja, die Tabakraucher kosten uns so viel mit den Spitalsaufenthalte und so, ja. Also ich weiß es nicht. Aber andere Frage kurz, mit wie viel Milligramm dampft sie gerade? Kommt drauf an, in was? 18. Tröpfler. Hm? Was, du dampfst in Tröpfler mit 18? Ja, und das kann ich sogar ein bisschen direkt auf Lunge ziehen. Null. In meine Königin ist gerade mein Nuller drin. Das ist also, ich schaffe nicht mehr als drei. Einzigste Original, was ich habe. Also im Tröpfler 3er, 6er und im Tank genauso 3er und 6er. Im Tröpfler habe ich 3 bzw. 6 Milligramm und Tankverdampfer meistens 9 bis 12. Ah, ich habe überall dieselben. Also, bei mir ist das wurscht. Da, das ist ein 6er, das ist alles 6er, das habe ich im Tank und im Tröpfler. Weil meine Tanks performen meistens eh halbwegs schon so wie die Tröpfler. Also, und wenn er nicht so performen kann, dann ist er der falsche Tank für mich. So findet man es leicht raus. Nein, zum Beispiel,
Ich bin totaler, weil er vorher gesagt hat, kommen wir mal auf Geräte zum Sprechen. Zum Beispiel Flashy Vapor, ich habe einen, das ist ein Kloner 2er, aber der ist mir jetzt schon geworden. Und dem Ding weine ich richtig nach, weil das Ding, okay, du musst am Anfang aus der Einlernphase mit die Tochter, das muss man zugeben. Oh ja, ist so. Am Anfang, wenn du den neuen kriegst, dann hast du keine Ahnung, was der Einlernphase wie bei jedem Gerät ist. Aber wenn du die Tochter dann einmal hast und die richtig gut nachfördern, dann ist das Gerät, was Geschmack, Dampfleistung angeht, da gibt es nichts Besseres. Und vor allem, da schießt das Liquid durch bis zum Gehtnimmer. Also den habe ich am Tag, glaube ich, 3-4 Mal nachgefüllt. Das kriege ich bei anderen Geräten teilweise nicht. Stimmt, ja. Das wollte ich nämlich eben fragen, wer einen Flashy Vapor hat und ob man der das bestätigen kann. Also, ich schieße so einen Tank durch in 1,5 Stunden. Locker. Ist ja, der weg wie nix. Das ist gigantisch. Der sauft. Aber ist mir scheißegal. Ein Kaifun zum Beispiel habe ich auch gehabt. Muss ich ehrlich sagen, ist ein sehr gutes Einsteigergerät. Er schmeckt sehr gut, er dampft teilweise gut. Das Problem, was ich hatte, er ist mir zu. Der Zugluftregulierung ist mir zu streng. Ich habe auch einen Flashy Vapor aufgebohrt, muss ich auch sagen. Dadurch ich in Kaifun, also Original gehabt habe, bin leid, wollte ich habe nicht aufbohren, das wollte ich ihm nicht antun, habe ich ihm weggegeben an jemanden, der ihm so mag, wie er ist. Ja, weiß nicht, was ist dein Lieblingsgerät, Andrea? Mein Lieblingsgerät? Ja, also zur Zeit der Uranus, ganz klar. Ich muss auch sagen, das ist meiner. Ich habe mir vor kurzem einen Vapor Giant gekauft. Okay. Mit einem Uranus. Und ja, der wurde mir gestern gestohlen. Ja, das habe ich nicht gelesen. Sag mal, wo haben sie dir den gestohlen oder wie? In Kanalbund. War ja, teilweise auch meine Schuld, weil ich habe diesen Vapor Giant kurz beaufsichtigt lassen. Ja, meine Schuld, aber ich habe heute Dank diesen Facebook-Aufruf, was ich gestartet habe, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde sowas nur scheiße, wenn man Leuten jetzt da schon anfängt, die Dampfen zu stellen. Ich muss dir ehrlich sagen, sollte ich persönlich so einen Wisch erwischen, brich ich an beide Asteln. Genau. Millionen. Aber, also bei dir, also die Andrea in Uranus, in Egon weiß ich, Flashy Vapor. Beim Kevin wissen, beim Johnny, Entschuldigung, wissen wir es auch, der hat am liebsten in seinen Tröpfler. Noch was dazu habe ich. Das ist ein Magma und ein Stingray. Also Stingray Akkuträger und Magma ist der Tröpfler. Zusätzlich habe ich noch die Königin. Die teuerste Anschaffung von mir. Das ist aber wirklich rein für den Genuss da. Der bleibt auch bei mir zu Hause, der kommt nicht aus dem Haus raus. Also ich schaff's nicht, die Drecksau zum Wickeln, ne? Hat bei mir auch ewig gedauert. Entweder sie sieft oder sie ist total. Ja. Ich hatte sie jetzt eigentlich immer trocken und da war ich jetzt eben auf dem Treffen und da ist einer, der hat viere davon zu Hause. Der hat auch schon den Akkuträger, der hat nämlich irgendwie so einen direkten Kontakt mit der Firma, die was sie herstellt und tut ein bisschen Werbung machen. Habe ich mal gefragt, hey du, ich habe dieses und jenes Problem. Dann hat er mir eben erklärt, von wegen Watte. Hauptsächlich ist es die Watte. Oder eben den Docht, je nachdem, was man natürlich lieber hat. Ich nehme halt die Japan-Watte her. Den musst du komplett richtig locker machen und rein kommt vielleicht 2-3 ganz viele Stränge. Da kommt wirklich ganz minimal was rein. Wenn du jetzt diese Ausfräsung komplett auffüllst, dann läuft sie trocken, da ziehst du zweimal dran und dann fängst du husten an, weil die Watte verbrannt. Okay. Hat aber bei mir jetzt auch
13, 14 Mal gedauert, bevor das ich dann jetzt endlich richtig hatte. Und jetzt habe ich ihn richtig. Und ich werde dann in nächster Zeit nicht neu wickeln. Fagging. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ist da um die Königin gegangen? Jo. Mhm. Bezieht sie dasselbe auf den Prinzen auch? Beim Prinzen habe ich keine Erfahrung. Meines Wissens noch ja, hat der Prinzen diese Ausrichtungen nicht, ne? Na, ich glaube, der Prinz ist dasselbe, weil er ist ja eigentlich eine 1-zu-1-Kopie davon, nur halt aus nicht so hochwertigen Materialien. Denke ich auch, weil die Ausfräsungen hat er auch und die kommen mir relativ klein vor. Ich habe mir den Deppen nämlich gekauft, weil ich mir den Eisdick da gekauft habe. Und da habe ich mir gedacht, da passt der gut drauf. Die habe ich gar nicht da, wo habe ich denn den Scheiß? Drauf geschissen. Ja, aber ich bringe den nicht zum Laufen, den Prinzen. Nein, der nervt nur. Das ist, also ich bringe den Königin, das ist zwar ein Klon, aber ich habe gehört, dass eben so ein Drecksau beim Wickeln sein soll. Und das war vor Prinzen. Jetzt habe ich da den Klon, aber keine Chance, der steht irgendwo, keine Ahnung. Mir ist das blöd. Sag ich offen, ehrlich. Japan-Warte, so viel schneide ich immer raus, das sind ungefähr 5 mm. Ja. Und von dieser Fläche weg kommt vielleicht ein Millimeter kommt in diesen eigentlichen Kantal, also in diesen eigentliche Ausfräsung kommt da raus und den Rest, den legst im Prinzip auf der, als Schulterfläche liegst du drauf. Aber ich viel zu viel drauf. Ganz hübsches Bild habe ich da eben von denjenigen, was mir das erklärt hat. Suche ich das ganz schnell raus. Okay. Ach, Maurice, weil ich es gerade bei dir sehe, du hast ja die E-Grip. Ich habe auch die E-Grip, ja? Und. Geil ist die. Komm, so geil ist die nicht. Erstens, also ich habe meine Problemchen mit dir. Schätze. Also ich sage da meine Probleme, was ich habe, vielleicht. Und der E-Grip. Bei der E-Grip, ja. Erstens einmal, du kannst sie nicht über 14,5 Watt dampfen, dann rennt sie sofort trocken. Stimmt, kokelt. Genau, kokelt sofort. Dann, du musst am besten, wenn nur traditionelle Basis nehmen, weil sie schafft kein 50-50, dann musst du hin und wieder den Luftzug dann zumachen. Stimmt, du musst PGA. Genau. Und das geht mir einfach am Sack. Mein Vorwand, dass ich die E-Grip nehme, war eigentlich, ich habe seit, ich dampfe seit über einem Jahr. Einstecken kann, beziehungsweise wo ich Angst habe, diese E-Grip war das einzige Gerät, das ich Gott sei Dank jetzt gefunden habe, einstecken kann, ohne dass es stimmt. Man darf es nicht an der 20 Watt dampfen. Ich habe noch welches schaffen kann, 20 Watt zum Dampfen. Aber ich dampfe es jetzt 10 Watt, mit zielkünftigen Fix von den 10 Watt und es funktioniert wunderbar. Ich habe den Geschmack, ich habe die Messung und ich habe auch den. Ja, da scheiden sich sicherlich die Geister, weil ich bin nicht so. Vor allem, was ich halt bei der E-Grip, wie soll ich sagen, ich habe Probleme auch beim Laden. Also meine spinnt manchmal rum beim Laden. Da hat er irgendwelche Probleme. Dann, was mir auch nicht taugt hat, also mein Bruder hat es mir besorgt. Und er hat am selben Tag gleich zwei Stück besorgt, eine für sich und eine für mich. Sein hat gleich einmal eine Macke gehabt. Und wir haben aus einem und demselben Geschäft am selben Tag gekauft zwei verschiedene Serienproduktionen. Das ist ganz, ganz geil. Weil es gibt zwei Serien, und zwar gibt es die V2 ist die mit den Punkten am Taster. Also wenn du mit dir schaust, das Drehrad hat Punkte. Ja. Und ich habe die V1, die hat noch die Striche. Ich habe Punkte. Ja, das ist die V2. Ich habe noch eine V1 und mit Striche. Und das, weißt du, sowas finde ich irgendwie ein bisschen, ja. Das ist eine Verarschung. Ist vielleicht Sorry. Ist
vielleicht irreführend, ist vielleicht richtig, aber ich habe, wie gesagt, für mich meine persönliche dankbare Arbeit gefunden, wo ich auch irrsinnig zufrieden bin damit. Ich mache das, was ich will, sie gibt die Leistung, sie gibt den Dampf, sie gibt den Geschmack. Wohl gesagt, ich verwende dieses nur für die Arbeit. Privat habe ich einen Velvet Giant mit dem Uranus-Tröpfler. Keine Frage nicht, das ist jetzt da 100:1. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ja. Zum Beispiel meine Entscheidung für eine E-Grip war, und ich sage da meine Entscheidung. Okay. Und das können wir dann gleich testen, damit die Leute, das mache ich gleich jetzt danach. Und zwar, pass auf, ihr unterhaltet euch und ich mache das schnell, ich bin gleich wieder da. Okay. Aber das ist gut, dass ich das jetzt höre, weil die wollte ich mir nämlich auch nächste Woche bestellen. Weil ich mag eigentlich auch so kleine handliche Dinge eigentlich, sind ganz geschickt. Aber wenn ich das jetzt so höre, darf es da nicht drüber und die Basis muss, na. Das Ding muss reinschütten, draufschrauben und das muss dampfen, egal wo sie reinschüttet. So möchte ich das halt am liebsten. Ich muss sagen, ich habe auch gehört, dass die E-Grip 20 Watt schafft. Bei mir schafft sie keine 20 Watt, weil sie fängt zum Kokeln an. Ich habe die E-Grip jetzt da mit 10 bis 12 Watt. Und ich habe kein Problem mit dem Geschmack, ich habe kein Problem. Aber das Gerät, wo ich 20 Watt dampfen kann, ich muss die Sicherheit, die ich einstecken habe, die mir nicht bricht in der Hosentasche. Und für dieses kleine Ding, ja, ich kann sie nicht. Okay. Immer wieder darauf an, für was brauche ich sie? Brauche ich sie jetzt für den Alltag? Sage ich jetzt nein. Brauche ich sie für die Arbeit? Ich bin ein Rechtwesen. Also, es sollte sich falsch oder korrigieren. Nee. Ich meine, ich habe mir schon einiges an Videos angeschaut, weil, wie gesagt, sie war jetzt im Vergleich zum. Also, für mich war jetzt offen der Kato, die iStick und eben die iGrip, die eGrip. Und die Grip habe ich eben noch nicht, habe mir gedacht, wäre sicher noch interessant. Ich mag diese Boxen, diese alles kleine handlichen Dinger. Das mag ich total. Ich bin eigentlich ein Gegner überhaupt, überhaupt keine Boxen. Wir haben mit unserem herkömmlichen Verhalten, das brauchen sie überhaupt nicht. Aber ich habe diese Box ausnahmsweise. Das knistert schön. Ich wollte auch nicht, dass ich die Box 20 Watt. 10 Watt vollkommen genug. Überhaupt keine. War das Knistern jetzt bei mir? Ja. Jo. Ich glaube schon. Sorry. Ich stehe da voll drauf. Das, ja? Das muss bei mir sein. Ich mag das nicht, wenn die zu leise sind. Ich sprich nach. Aber ich kriege meinen Kai Light da. Also na, das ist da der 3-1er ist das. Den kriege ich nicht wirklich zum Schmecken. Der schmeckt mir nicht. Das ist einmal ein Klon, was ich jetzt geholt habe, eigentlich so super verarbeitet, aber den kriege ich nicht vom Geschmack her gut hin. Aber er dampft dafür schön. Welches Liquid ist drin? Da ist jetzt Waldmeister drinnen. Und zwar ist es das, ich weiß nicht, ob den jemanden kennt, diesen Jörg Kotlewski heißt der. Der ist von aroma-shopping.de. Der hat vor einem halben Jahr, glaube ich, mit dem Zeug angefangen. Das ist für Frauen ganz interessante Aroma-Geschichte, weil das sind auch Backaromen. Meine steht da voll drauf. Die nimmt meine Dinger, die wo sie zum Dampfen nimmt sie zum Bochen genauso her. Das ist ein Hammer, du kannst für das und das nehmen, das ist ein absolut Hammer. Und die sind, was mir so taugt, erstens sind sie extrem gut vom Geschmack her, sie sind günstig und sie sind nicht so hoch zum Dosieren. Und gerade so für diese Daueraromen, weil wenn man was schmeckt, dann hat sie schon jetzt mit dem Flash fast 12, 13 Milliliter am Tag weg. Da macht es einen Unterschied, ob ich mit 2% ansetze oder mit 15%, wie bei German Flavor teilweise.
So, und ganz kurz zurück zu E-Grip. Und zwar das, was ich euch jetzt zeigen wollte. Also ganz kurz meine Vorgeschichte dazu, warum ich das jetzt mache. Und zwar, meine Überlegung zu E-Grip war, jetzt willst du mal mit der Frau am Abend schön fortgehen oder du gehst zu einer Feier oder sonst was und hast einen Anzug an. Mit einer Buntfaltenhose, mit einem Sakko oder mit einem Gilet. Dann willst du natürlich nicht, ich sage einmal, solche schweren Geräte oder großen Geräte mitnehmen, sondern eher was Kleines, Handliches haben. Und du hast ja leider nirgends gefunden, wie viel die kleine Scheiße wiegt. Versteht ihr nirgends. So, jetzt habe ich das kleine Ding bekommen und ich muss ehrlich sagen, im Sakko oder in der Hose kannst du vergessen. Warum? Zeige ich euch jetzt. Da. Gewicht. Gewicht, genau. So, pass auf, hier sitzt da die Feinwaage, das ist eine ganz normale Backwaage, so, das ist die E-Grip, der Tank ist sogar leer, jetzt drehe ich auf, so, wir sind auf Gewicht 0, sieht das ja jeder? Ja. Gut, jetzt stelle ich die E-Grip drauf, so, 191. Boah. So, und jetzt da, zum Vergleich, damit ihr einen Vergleich habt, ja, da ist, also wie gesagt, die E-Grip ist leer und verschwindet in der Hand, der kleine Scheißer. Und jetzt zum Vergleich, Vanillamod mit Blumenwildtröpfle und ein 18650er ist drinnen. Also, das müsst ihr mir jetzt glauben, ich will mir jetzt nicht aufmachen. Die mache ich mir im Anschluss auf, ja. So, jetzt stellen wir den drauf. 400! Gewicht sieht jeder. Ach, scheiße. Ja, das sind 30 Gramm. 30 Gramm. Ja, aber mein Kriterium war nicht das Gewicht. Mein Kriterium war ja die Handlichkeit. Ja, aber jetzt ehrlich, da muss ich da echt sagen, da scheiße ich auf die Handlichkeit. Na, ich kann es eigentlich. Na, also da kann man einer erzählen, was du man hast will. Ich zeig euch jetzt einmal zum Vergleich. Noch ganz kurz, wenn ihr Lust und Laune habt, ich schalte es noch einmal ein. Also laut Internet wiegt die E-Grip rund 160 Gramm. Kann ich widerlegen. Richtig. Ja, also, das stimmt nicht. Warte mal, warum ist die jetzt auf Minus? Achso. Ja. Wenn ich kurz sagen darf, hier bin ich. So. Irgendwer knallt in die Tasten. Sorry, das war ich. Was, okay. Das hört man so gut? Scheiße. Ja. und zwar. Jetzt da ganz kurz, ich baue ja selber Mods, ja, das ist ein Mod, den ich gebaut habe, da ist auch ein 18650er drin. Sehr hübsch. Ja. Zum Vergleich. Ja, Schatzi. Ho. Ja, 131 Gramm. Was nimmst du für Holz auf, wenn ich Fragen drauf? Ich mache auf Bestellung, jeder Kunde kann sich seine Holzart aussuchen, kann sich aussuchen, wie... So, wenn ich dich jetzt anschreibe und sage, ich hätte gern einen aus Maragoni, dann machst du mir so einen. Aus Maragoni, ja. Das ist geil, das finde ich cool. Also... In meine Augen, ich meine, es ist zwar ein liebes kleines Gerät, ja. Und man muss sagen, okay, es ist alles drinnen, was man braucht. Man hat einen Verdampfer drinnen, einen sehr gut funktionierenden Verdampfer. Man hat drinnen eben den Tank, ja, aber es ist einfach. Entschuldigung. Ich hätte mir bei dem echt wünschen, ich sag's offen und ehrlich, hat der 50 Gramm weniger, ja,
perfekt. Aber so ist er einfach für das nur ich gedacht habe, zu schwer. Da kann ich gleich mit dem herumrennen, habe ich denselben Effekt. Ja, aber wenn Sie diesen in der Tasche einstecken, das könnte es sein, dass zwischen Akkueinheit und Verdampfereinheit und so Open steht, was bei der Ah, Verkühlung, drum habe ich doch einen Schall. Ah. Ja, aber es ist halt leider. Aber so will ein jeder Joseph seine eigenen Dampf haben. Und für mich war der E-Grip eigentlich das, was ich schon monatelang gesucht habe. Ja, sie hat auch ihren Nutzen. Also zum Beispiel für die Arbeit ist die auch super, ja, gar kein Thema. Genau. Für die aber Arbeit. Für das Private reicht mir die E-Grip bei langem nicht. Bei langem. Na so, also ich muss sagen, es kommt immer darauf an, ich habe zum Beispiel jetzt da dampfe ich zum Beispiel Erdbeermenthol, also gerade ein bisschen mehr Menthol, weil ich, man hört es vielleicht eher ein bisschen verkühlt bin. No, gar nicht. Da habe ich jetzt drinnen Haselnuss, Vanille. Typische Raucherhusten. Und da habe ich drinnen Limette. Minze, Pfefferminz, Menthol. Und in der E-Grip kann ich mir jetzt zum Beispiel nur irgendwas anderes reingeben, weil ich habe sowieso das Problem, ich habe gern verschiedene Geschmäcker. Ist bei 70 Aromen, glaube ich, auch nicht schwer. 70? Ja. Hast du das vorher nicht gesehen, die Aromakiste, wie ich es gezeigt habe? Maurice. Ich muss auch dazu sagen, hey, ich habe sie gesehen, ja, und ich habe dich auch gefragt, wie ich dein Geschäft machen damit. Ah, ja, genau. Wie viel Kurzzeitgedächtnis habe ich auch schon. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war jetzt bei mir sehr jetzt an den Milligramm stärker. Und zwar, ich habe jetzt unter E-Grip 12 Milligramm, ja, mit damit. Okay, zufrieden, ja. Nein, ich habe überall 6 Milligramm drinnen. Überall. Egal ob Tröpfler, Tank, scheißegal. 6. Tröpfler bringe ich nicht im Leben. Nicht im Leben. Ich muss ganz kurz meine Katze Entschuldigung, meine Katze zerbeißt schon wieder irgendwas im Muskel, weil der hat in letzter Zeit einen Schuss. Dann komme ich vorbei und nehme 9 Hunde mit von mir und dann wirst du sehen, wie schnell die Katze kuriert ist. Ja, meine Hunde sind ja auch mehr Katzen wie sonst was. Ganz kurz, wer hat da zuerst irgendwas von Pistazienaroma gesagt? Ich wollte auch mal. Also ich hätte gern eins, sagen wir so, Andrea hat es gesagt. Aha, ja, ich hätte eins da von Flavor Art. Ich habe bestellt bei Basen M.A und als Liquid-Probe habe ich eben Pistazie dazu gekriegt. Ja. Wie nah kommt es an einen echten Pistaziengeschmack? Für mich persönlich war es so, es kommt nicht wirklich annähernd auf Pistazie. Ich weiß aber auch nicht, wie es bei anderen Firmen wieder ist. Nur also das schmeckt sehr intensiv. Das ich mag ja keine Pistazie. Gib mir deine Adresse und schicke das Montag. Was jetzt ohne Witz? Das ist sicher. Ja, warum machen? Ja, kannst du mir Dings anschreiben. Im Messenger oder was. Achso, die habe ich noch gar nicht. Nicht einmal als Friend drinnen, glaube ich, wie es ausschaut, gell? Keine Ahnung, also ich benutze Dings eigentlich nie, Google Plus jetzt eigentlich nie, von dem her, wenn du das jetzt meinst. Achso, da, ich habe jetzt über Facebook gemeint. Ja, Facebook würde natürlich gehen. Oh, Moment. Wie heißt denn du auf Facebook? Landl Egon, nur anders geschrieben. Land Le Gon. Land Le Abstand. L-O-L-E, Abstand G-O-N, ja.
So. Sorry. Er wird ein Jugendlicher, der Kater, und jetzt glaubt er kann sich aufführen. Na, ist das ja Wahnsinn. Katzenpubertät. Die Ding hat er eh nicht mehr. Das hat ihm meine Frau schon weggenommen. Ich hätte sie mir lassen. Maurice, hast du die Sendungen, was wir bis jetzt gemacht haben, schon angeschaut oder ein bisschen reingeschaut? Nein, das war jetzt meine erste, weil ich leider so. Aber es gibt noch einen Blick, und zwar, ich werde mir jetzt da unbedingt. Wir verpflichten niemanden. Headset. Headset kaufen, ja. Ich würde mir jetzt ein Headset kaufen, damit ich mich besser verstehe, damit ich nicht so reinschreien muss. In aber ja, ich glaube, der Chris hat eher gemeint, ob du die letzten Sendungen angeschaut hast. Nein, zeitlich bedingt, André, das weißt du, zeitlich bedingt kann ich nicht. Habe ich immer nur kurze Zeit. Na, was? Macht das nichts. Ich würde es freuen, bitte täglich nicht, sondern wöchentlich vielleicht öfters. Na, wöchentlich machen wir die Shows nicht, aber alle so zwei bis drei Wochen. Die Spontangeräte kommen öfters. Da würde ich mich freuen, wenn ich mich dazu verhalten kann mit einer angemessenen Hardware von dir. Also ich kann da nur sagen, wöchentlich ist auf jeden Fall zu oft. Ich war ja Österreich-Administrator bei Dampfer helfen Dampfern, bis ich dann freiwillig zurückgestiegen bin, weil mich das mit denen draußen bei Kapisl interessiert, und die haben den 14-tägig gemacht und das war viel zu oft. War Dampfer helfen Dampfern nicht deutsch? Ist deutsch, ja. Jürgen und Berthe. Ist Deutschland. Ich glaube, sie wollten ein österreichisches Dampfer-Helfen-Dampfer machen. Ja, richtig. Dann wollten sie nicht nur, haben sie auch. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ist die ganze Haken, es ist alles an mir hängen geblieben, was für Österreich zu tun hatte. Ich habe, bis auf zwei Starter-Sets, keine einzige Unterstützung gehabt von denen. Und da habe ich gesagt, Leidl, da brauche ich euch nicht dafür. Also, dass ihr eigentlich gut herstellen könnt, dafür, dass in Österreich was passiert, da lasse ich das auf meinen Mist wachsen, wenn ich was mache, aber da brauche ich es eh nicht dafür. Okay, aber was ich weiß, dieses Dampfer-Helfen-Dampfer soll auch wieder gestartet werden innerhalb Österreichs. Bestimmt, ja. Ich glaube, da ist der ÖDC auch mit dabei am Machen. Aber schlagt mich jetzt nicht tot, ich weiß es nicht genau, fragt am besten selber nach, wer Interesse an sowas hat oder wer überhaupt Ideen hat, schreibt die vom ÖDC an. Wie gesagt, die sind auch gerade in der Mache, die haben zwar jetzt auch viel um die Ohren, aber ich glaube, die sind auch über jeden Gedankenanstoß froh, wenn sie bekommen. Aber unsere Show, also ich habe mir gedacht, so alle zwei bis drei Wochen werden wir wirklich eine Show machen. Und so dazwischen dieses Spontangerede, das können wir ja öfters machen, wie wir Lust und Laune haben, weil und da kann über alles geredet werden. Die Mehrheit, was die Mutter ist, denke ich so. Es tut mir urleid, Maurice, aber ich verstehe die Hälfte nicht. Okay, ich verstehe überhaupt nichts. Ich werde mich bemühen, dass ich das nächste Mal mit den Headset komme. Ja! Die kosten auch nicht viel, 15 Euro. Eben. Na, aber wie gesagt, ich hoffe, wir sind natürlich gerade auch erst in der Mache mit unserer Show. Wir haben natürlich viel vor damit. Nur, wie wir das alles noch umsetzen, es gehört Übung auch dazu. Es ist nicht so leicht, vor der Kamera zu sitzen, über Themen zu reden.
dass man alles so anguckt, wie es gehört. Ich meine, so einer Steam-Team und so wollen wir es nicht machen, weil es ist mir zu strange. Es soll auch ein bisschen freie Schnauze dabei sein. Auch unter und im Stammtisch sowieso freie Schnauze. In dem Moment, wo das Deutsch wird, bin ich schon wieder draußen, ganz ehrlich. Mit denen habe ich nichts am Hut. Sollte meines Erachtens Österreich werden, Schwedrinnen. Genau. Wo teilweise auch immer Neuigkeiten. Ja, ja. Also die nächste Show werden wir schauen, dass wir einen Gast bekommen. Da wird es dann über ein jetzt zurzeit noch aktuelles Thema gehen, da wird es über Linz gehen. Wie gesagt, da schauen wir dann, dass wir dann einen Gast dabei haben, der was in Linz oben war selber. Ja, ein bisschen was wird kommen. Zubi. Für wann ist die nächste Show angesetzt? Müssen wir uns erst den Termin ausmachen, dadurch wir doch drei Schichtarbeiter haben. Also der Daniel arbeitet Schicht mit dem Taxifahren, dann der Morpheus arbeitet Schicht und ich arbeite auch Schicht. Vorbereiten müssen wir uns natürlich auch immer, aber ich schätze halt einmal so in 2 Wochen wird die nächste Show sein. Vielleicht sogar schon früher. Also André, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, um uns ein Headset zu kaufen. Genau. Ja, ein gescheites zumindest. Und du machst das bitte nicht mehr mit der Kamera an. Ja, wie gesagt, ein Headset ist ja jetzt auch nicht die große Herausforderung zum Glück. Ich muss kurz auflösen, Andrea ist meine Freundin, ja. Ja, ja. Ich sitze im Wohnzimmer und die Andrea sitzt mit dem Headset im Schlafzimmer. Das habe ich schon mitbekommen, weil immer wenn du aufstehst und weggehst, redet sie und hat das Mikro auf stumm. Wir haben uns nur geschaut. Ja. Wir sehen indirekt alles. Geortet. Wir sehen alles. Aber wir werden uns punkto Akkulisierung verbessern. Na, wie gesagt, werden wir schon alles irgendwie deichseln. So, ich würde sagen, dass die Übertragung machen wir jetzt Schluss.